Herzlich willkommen, meine Freunde, zu Bud Spencer und Terence Hill Slaps and Beans Nummer 2. Die erste Ausgabe haben wir vor ein paar Wochen gesehen. Es ist schon so lange her, vor einer Woche oder zwei. Da haben wir den ersten Teil gespielt, beziehungsweise hatte ich das Video schon viel länger auf Halde. Und ja, der zweite Teil ist heute rausgekommen. Wenn ihr das Video seht und alles gut geht, dann ist es gestern rausgekommen. Ansonsten werdet ihr dieses Video ein bisschen später sehen. Aber der Aufnahmezeitpunkt ist tatsächlich Release Day. Ja, Never Play on Patch Day gilt natürlich auch Never Play on Release Day. Aber ich denke, bei Slaps and Beans 2 kann man es mal wagen. Wir hören übrigens schon ein bisschen den Soundtrack im Hintergrund, den ich nicht rausschneiden werde. Ja, also wenn das geclaimed wird, dann ist es halt so, da kann ich keine Werbung schalten. Mache ich sowieso nicht. Sollen andere sich daran bereichern? Ich will einfach nur Fun mit dem Game hier haben. Und die Einstellungen sind getroffen. Ich würde sagen, wir gehen in ein neues Spiel. Na, wir genießen einmal kurz den Song. Ist halt einfach nur geil. Ich fand den ersten Teil ja schon klasse. Der zweite kann eigentlich nur besser werden. Es gab so ein, zwei Stellen, die ich nicht so geil fand in dem Spiel. Also spielerisch natürlich. Alles andere, es ist natürlich ein absolutes Fanservice-Fest. Und los geht's. Wir spielen selbstverständlich auf Mittel. Und dann schauen wir mal rein. Okay. Das sieht nach einer Menge Level aus. Wir beginnen natürlich das Dorf. Alles andere können wir noch nicht anklicken. Aber wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Level. Ist es so? Krass, ich wollte das eigentlich in einem Rutsch durchspielen. Oh, mit wem spielen wir denn zuerst? Mit wem spielen wir denn zuerst? Das ist die Frage, ne? Abwehren mit B. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ich will einfach nur draufhauen. Okay, halte gedrückt für den aufgeladenen Angriff. Mit X wuchtigen Angriff. Mit A schneller Angriff. Springen können wir nicht, deswegen ist es nicht so schlimm. Stick reindrücken, okay. Und bei ihm ist eigentlich genau dasselbe. Wir spielen erstmal mit Bud, oder? Bud Spencer ist unsere Wahl für diese Runde. Aber wir können hoffentlich von Level zu Level ein bisschen wechseln. Okay, los geht's schon. Erstmal Boden essen. Kommandant? Was willst du? Nichts. Ich wollte nur schauen, ob du noch lebst. Ah, ich lebe noch. Und du ja auch. Noch. Aber nur, weil du mir noch als Nahrung dienen könntest. Apropos Nahrung. Hey, was ist mit meinem Bohnen passiert? Ich schwöre, dass sie bis vor einigen Sekunden noch da waren. Wie viele Gebete kennst du? Also, ich kann, da muss ich direkt mal nachzählen. Nein, nein, warte, Kommandant, tu nichts, was du bereuen könntest. Ich tue es trotzdem, auch wenn ich es später bereuen werde. Wo rennst du hin? Komm her. Und außerdem hätten die Bohnen länger gekocht sein können. Egal, es waren meine Bohnen. Hey, es ist nicht meine Schuld. Du hattest gesagt, dass du ein Flugzeug fliegen kannst. Komm runter, wenn du dich traust. Komm schon. Können wir nicht wie zivilisierte Menschen darüber sprechen? Wir zwei haben nichts zu besprechen. Hey, ich sehe was. Komm runter, dann siehst du Sterne. Nein, schau da. Land in Sicht. Hey, was stehst du einfach so da? Willst du mir nicht helfen? Okay, ich wusste nicht, dass es Sprachausgabe gibt. Es sind natürlich nicht die Originalsprecher. Hör endlich mit dem Kommandantgesabbel auf. Ab sofort trennen sich unsere Wege. Aber wir werden vielleicht für wer weiß wie lange auf keine Menschenseele treffen. Solange ich dich nicht treffe, bin ich glücklich. Okay, da geht's auch schon los. Den rechten Trigger, um zu laufen. Hä, ich dachte, um zu laufen, muss ich den Stick reindrücken. Naja, ist ja erstmal egal. Wir testen mal kurz rum.
Ich weiß noch nicht, was ich von den Sprechern halten soll. Das sind natürlich bekannte Sprecher. Ich komme jetzt nicht auf ihre Namen, wen die synchronisieren, welche Schauspieler. Aber ja, es ist halt nicht Bud Spencer und es ist auch nicht Terence Hill. Und die Stimmen, die deutschen Stimmen sind halt einfach untrennbar mit den beiden Figuren verbunden. Deswegen finde ich das zwar cool, dass sie es synchronisiert haben, aber es ist, mir wäre es lieber, sie hätten aus den Filmen einfach die Schnipsel genommen, was da gesagt wird, und hätten das einfach hier drauf, ja, 1:1 umgemünzt oder so. Aber ja, dann hat man halt auch keine Freiheiten. Ich kann es schon verstehen. Ja, es ist ja auch qualitätsmäßig ganz geil, dass sie es gemacht haben. Aber das will nicht so bei mir zünden. Zumindest die Synchro nicht. Ich finde es aber trotzdem gut, dass sie drin ist. Ansonsten hätten wir halt einfach nur Textboxen, die ich vorlese. Und dann finde ich das schon ein bisschen besser. Hey, Kollege, alles gut bei dir? Nicht wirklich. Ich begleite die Waisenkinder ins Dorf. Aber der Motor... Hast du gehört? Die Waisenkinder. Ja, hab's gehört. Oh nein, das auch noch. Schau an, wen haben wir denn da? Bitte, meine Herren, es sind Kinder anwesend. Wir sehen es, Idris. Aber du weißt doch, dass du unsere Straßen nicht ohne unsere Erlaubnis benutzen darfst. Ich bringe nur die Weisen. Oh, da ist ja ein neues Gesicht. Dem habe ich noch nie eine runtergehauen. Ja, kriegt er halt eine zurück. Haben Sie sich wehgetan? Okay, übernimm du, Kollege. Wusstest du, dass du zwischen Bud Spencer und Terence Hill wechseln? Ach, mit LB können wir einfach hin und her wechseln. Ja, dann ist doch eh egal, mit wem wir spielen. Schlag sie! Jetzt sind wir bei Terence, oder? Was war das denn? Okay, wir übernehmen wieder. Schnappt sie euch! Okay, jetzt können wir hier richtig abgehen. Ja, die waren jetzt noch kein großes Problem, oder? Freut euch nicht zu früh. Das werde ich euch nicht vergessen. Hört ihr? Das glaube ich Ihnen. Was ist das denn für ein Kaffee? Bevor die kam, war alles ganz anders. Nein, ich meinte, wo sind wir hier? Willkommen in Jumbo, das Land der Flusspferde. Wie komme ich jetzt zurück ins Dorf? Ach, zeig mal her. Das kriegen wir hin. Und? Da fehlen zwei Kolben, der Zahnriemen muss gewechselt werden und die Bremsen sind fast durch. Abgesehen davon ist bei der Kiste alles im Arsch. Wie weit ist es bis zum Dorf? Ungefähr 6 Meilen. Ach, so sollte es eine Weile halten. Wie kann ich euch danken? Mit einer Mitfahrt ins Dorf. Kommst du mit, Dicker? Ach, aber ich fahre. Yes. Also die Musik reißt aber auch alles wieder raus, ne? Das ist zu geil. Watch out, Mr. Lion, don't bite me. Das ist so shut gut. Up if you wanna go free. I'm here when you call and I answer you all. Row, row, row. Ich lass das einfach mal wirken. Way. But lives are mine and men are
Eigentlich schade, dass es schon vorbei ist. Oh. Ach nein, die schon wieder. Die wer? Die Schmuggler von vorhin. Da hast du's. Jedes Mal, wenn du entscheidest, endet es schlecht. Weiß der Teufel, was die Typen schmuggeln. Bananen. Der Bananenhandel ist unsere einzige Lebensgrundlage. Hey, was hattest du gedacht? Aha, da sieht man sich wieder. Aha, und du hast jemanden mitgebracht. Und auch. Probiert doch jetzt mal eure Tricks aus. Du scheinst es noch nicht verstanden zu haben. Wenn du willst, erkläre ich es dir. Haben Sie sich verletzt, Chef? Auf Sie! Es wurde abgebrochen schon wieder. Ich hasse das. Warum ist es so oft bei deutschen Synchros, dass die einfach mitten im Satz unterbrochen wird? Jawohl, hier, den machen wir richtig nass. Oh, der kriegt's. Nee, ich will ihm noch ein paar geben. Da hinten auch geil mit den Nilpferden. Passt natürlich auch zum Film. Auch wenn mir gerade der Titel entfallen ist. Ich glaube, es ist ein Krokodil und sein Nilpferd, oder? Vielleicht rede ich auch Quatsch. Hier, werf den mal weg. Wie ist das eigentlich? Ach so, wir können... Da passiert uns einfach nichts. Wenn wir blocken, blocken wir. Kommen wir hier. Fang deinen Kumpel. Kritischer Treffer. Sehr gut, Terrence. Sehr gut. Es wird natürlich ähnlich wie beim ersten Teil sein. Das Spiel darf gar nicht zu lang sein. Weil gameplaymäßig wird es nicht so sehr tragen. Also jetzt ist natürlich noch alles geil. Wir sind ja auch gerade erst am Anfang. Das wird sicherlich auch noch ein bisschen anspruchsvoller. Besonders, ey, hau ab. Und zack. Und den nehmen wir auch. Jetzt hast du ihn schon vermöbelt. Aber ich bin sehr gespannt. Markus, Rodam, Markus, Markus. Ihr erinnert mich an meine Kinder. Hier, nehmt das. Sie kennt uns doch noch gar nicht. Aber danke. Oh! Gegenstände werfen mit Y. Ja, das kriegen wir hin. Oh. Zack, ey. Wieso bin ich so schlecht? Ich hol mir den, der da am Fenster steht. Ne, erst den. Da komme ich gar nicht hin. Und man muss auch ein bisschen gedrückt halten. Okay. Boah, aber... Man muss da schon auch sehr genau sein. Gegenstände werfen, zielen. Während du Terrence steuerst, halte... Ach so, mit Terrence können wir besser werfen. Ja, Moment. Ah ja. Nice. Terrence ist also hier der bessere Werfer. Dann erwischen wir nämlich die auch, die in den Fenstern sind. Den da. Oh, den haben wir nicht erwischt. Aber hier... Oh, das wäre ein Kopftreffer geworden. Zack. Okay, bald haben wir sie. Jetzt haben wir sie. Easy. Nehmen aber mal so ein Ding mit. Ach, schade. Das wäre lustig gewesen. Das ist Schwester Giovanna. Sie kümmert sich um die Waisenkinder. Euch schickt der Herr zu uns. Tja, nein, wir kamen zufällig vorbei. Hey, sieh mal, sie kommt zurück. Kommt schnell rein, Kinder. Na, eigentlich sind wir mit dem Flugzeug abgestürzt, ne? So, Spezialangriff ist A und X.
gleichzeitig. Einige davon werden nur unter bestimmten Bedingungen aktiviert. Beachte, Spezialangriffe erfordern den Verbrauch von Ausdauer. Okay. Ja, kommt mal alle her, kommt mal alle her. Alle zu mir. War das schon der Spezialangriff? Okay, eine schöne Bohnenpfanne. Ja, das war der Spezialangriff hier. Das Becken. Was wirst du denn auf mich? Okay. Halt. Kann ich denn damit auch einfach zuschlagen? Ja, aber auch nur einmal, ne? Okay, ich kann nur einmal zuschlagen. Ohrfeigen und Bohnen. Sammle Pfannen und Bohnendosen, die von Feinden fallen gelassen werden, um das Aufladen von Ausdauer zu beschleunigen. Ah, okay. Das ist gar nicht für unsere Energie. Ja, der Burger ist für unsere Energie. Terrence, Alter. Ich wollte gerade sagen. Hättest du vielleicht auch mal busy Lust zu kämpfen? Okay, was ist das? Ah, Boden. Aber wir haben ja auch eigentlich, sind wir schon aufgeladen. Erstmal das Hähnchen wegessen. Es ist auch noch nicht so besonders anspruchsvoll. Aber ja, es ist auch das erste Level. Wollen wir mal hier nicht zu hart jetzt schon ins Gericht gehen. Wer weiß, wie ekelhaft es noch wird. Wir danken euch, Brüder, dass ihr unsere Bananenlieferung gerettet habt. Tja, gern geschehen, Schwester Giovanna. Obwohl wir sie leider nicht verkaufen können. Warum nicht? Die Schmuggler werden sicherlich auf die Ankunft der Fracht im Hafen der Stadt warten. Hast du gehört? Eine Stadt. Das könnte unser Weg zurück nach Hause sein. Wir kümmern uns um den Bananentransport in die Stadt, Schwester. Möge der Herr mit euch sein. Danke, Schwester. Aber wir gehen lieber alleine. Die Macht heißt es übrigens. Möge die Macht mit euch sein. Okay, wie wir gewinnen, bringe die Bananenlieferung in Sicherheit. Ah! Banana-na-na-na-Joe. Geil. Indem du den Zielort erreichst. Okay, einfach. Vertreiben. Drücke schnell, um den Reiher zu vertreiben. Ja, okay, drücke schnell was? Reparieren. Nur die angegebene Figur kann das Leck reparieren. Okay. Krokodil. Niemand kann es vertreiben. Beide müssen auf die gegenüberliegende Seite gehen, um das Gleichgewicht zu halten. Okay, ah, ich kann den Spieler 2 mit R bewegen. Ach du Scheiße. Nein. Ey, 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 du musst das Leck reparieren. Husch, husch. Ach du Scheiße, das ist so eine Kacke. Ja, reparieren. Wir haben alles im Griff. Wir haben alles im Griff. So, den Reiher. Ach so. Hä? Wir müssen auf die andere Seite. Und du musst jetzt das Ding reparieren. Du musst das auch reparieren. Das sieht gar nicht gut aus. Oh mein Gott, wir haben nur noch 9% Bananen. Boah, wir haben es aber geschafft, oder? Wow, das war hardcore knapp. Okay, das war ein weirdes Minigame, aber das lockert es natürlich auf. Das ist cool. Das war mega knapp, aber es war trotzdem cool. Okay, der Pier.
Das erste haben wir schon geschafft. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man das gut in einem Rutsch durchkriegt. Hey, bist du ja für die Kohlen zuständig? Die Kohlen? Ja, das bin ich. Gut, ja, mit das ist die Fracht aus dem Dorf Jumbo. Das D ist stumm. Was macht ihr da? Diese Bananen gehören Herrn Hammett. Gib uns die Kohlen. Wir kümmern uns um die. Wer seid ihr, Pappnasen denn? Wer ist Hammond? Hau ab! So, Terrence. Oh! Ah, das ist auch eine geile Attacke. Haha, jawoll! Halt! Ah, ich wollte ihn eigentlich aufheben. Schade. Erstmal für Ausdauer sorgen hier. Dass wir unsere... Jawohl, die Bohnen und die Pfanne gleichzeitig in der Hand. Das ist Bud Spencer. So kennen wir ihn. Hey, für was soll das gut sein? Verwende Y, interagieren mit Omega. Okay. Scheiß drauf. Ich habe eine Pfanne. Und ich habe eine Dose. Okay, die Dose habe ich nicht mehr. So, was soll ich jetzt hiermit machen? Halt, da unten. Das hier meinen die. Irgendwas. Ach nee, das war. Ah, hier. Das können wir kaputt hauen. Ah, er hat das Ding hochgeschmissen. Auch gut. Er wirft immer alles hoch und die glotzen dann nach oben. Terrence Hill. Der schmeißt immer die Gegenstände nach oben. Dann glotzen die, da kann man sie angreifen. Wie so ein Taunt. Das ist eigentlich geil. So, paar auf die Mütze, wie es sich gehört. Die schöne Bud Spencer Gedächtniskeule. Okay, ah, hier können wir auch was machen. Nicht schlecht. Naja, zumindest konnten wir das mal kurz benutzen. Das ist zu zweit natürlich ein bisschen geiler, oder? Ach was, okay, wir können damit... Dann hin und her. Okay, ich möchte trotzdem weiter mit Bud Spencer spielen. Okay, einige Gegenstände können, indem sie mit A und X angegriffen werden, zerstört werden. Okay, Bud zerstört werden. Einige können nur von Bud zerstört werden. Ich will alle kaputt machen. Okay, leider ist da nichts drin, aber ist trotzdem cool. Hä? Was kann man hier machen? Okay, ich dachte, vielleicht müssen wir hier auch was kaputt machen. So ist es auch. Ja, ich weiß, ich weiß. Der kann jetzt klettern. Ah, kleine Rätseleinlage hier. Okay, warte. Dickerchen kann natürlich hier nicht so... Moment, hier noch hoch. Dann die Leiter. Oh ja, da kommen die Bananenbrüder hier. Sind auch richtige Bananenfans. So, her damit. Alter, stör mich doch nicht, wenn ich gerade meine Bohnen esse. Bist du lebensmüde? Ja, Moment, er kann doch hier bestimmt rumtouren.
Also irgendwas muss doch... Terrence muss doch bestimmt da an die Dinger springen. An diese Balken. Moment, können wir die... Ah ja, okay. So. Ey, so wird das nix. Die steht im Weg. Halt. Es ist... Ein bisschen... Zickt es hier so rum. Ja, ja, da ist die Hilfe. So, jetzt können wir natürlich... Hep. Und... Hep. So. Ja, aber ich finde, das eigentlich ist es cool. Es ist schon cool gelöst, dass wir da hier ein paar Rätsel und so machen können. So. Moment. Oh ne, so schnell kommen wir aber jetzt gar nicht da hoch. Oh, Moment, vielleicht. Warte, wir müssen Bud Spencer ja mitnehmen, das geht ja nur so. Er hat den Aufzug hochgemacht. Und jetzt haben wir beide oben. Natürlich raucht es dann durch. So, sind wir ein bisschen mit Terrence jetzt unterwegs. Ah, der hat coolere Schläge. So schönere Kombination. So, komm mal her. Oh, sorry. Sorry, Kumpel. Ich komm wieder. Du musst schon mit auf den Aufzug. So, ich will dich nicht da oben lassen. Dickerchen. Wow. Okay, das ist auch kaputt. Es gibt also kein Zurück mehr. Nice. Sehr schön. Du denn hin? Einfach nochmal auf die Wippe kloppen. Warum auch nicht? Kann man einfach mal machen. So unglaublich stumm. Endlich haben wir euch. Ich glaube, der meint dich. Ich glaube, ich habe euch schon mal gesehen. Ach, nein, oder doch nicht. Jetzt hör auf damit. Genug. Ihr habt uns unsere Klamotten gestohlen. Ach so. Nein, ich erinnere mich nicht. Erinnerst du dich daran? Wir wollen unsere Klamotten zurück. Sind Sie bereit, Kapitän? Klar bin ich es, Wyke. Okay. Eine geladene Angelegenheit. Sowohl Bud als auch Terrence können schwere Angriffe landen. Halte A... oder X gedrückt, um Kraft zu sammeln. Okay. Alter, ich wollte hier doch eine zimmern. Warum geht das nicht? So. Es geht auch so, ne? Er ist unser Punching Ball. Er will es. Er will es. Aber wir können dem aber auch nur schaden, wenn wir ihn hart...
So, für was braucht man den Stock? Wenn Terrence einen Stock in den Händen hält, ist Baseballzeit. Ah, okay, er kann... Mit B können wir zurückschlagen. Oha. Oh ja. Auf die Birne. Alter, was ein Shot. Das war ja ein Volltreffer. Abfahrt bereit. Ist alles geladen? Ja, alles fertig. Alaska. Alaska? Werden Ihnen tatsächlich ein paar Klamotten zurückgeben können? Ja, aber warum gerade unsere? Du meinst ihre. Aber jetzt sind es unsere. Okay, das hätten wir auch, oder? Zweite Level? Nee, wir sind noch hier. Oh, Moment. Nein, ich wollte eigentlich nicht... Ah, wir können es auch wegkicken. Goal. Okay, wir kriegen ein paar Errungenschaften, für die ich eigentlich gar nicht mal so wirklich was kann. Oh ja, mit dem Stuhl. Schön. Nice. Es sieht auch cool aus, wie die Sachen zerbrechen, finde ich. Es ist eine sehr befriedigende Animation. Bewerft mich mal. Entschuldige, Bots, ja. Die werfen nicht auf uns. Vielleicht können wir sie auch gar nicht killen, weil er uns sagt, weitergehen. Wie weit werfen die denn? Ein bisschen Energie sollten wir schon auch aufladen. Haben nämlich ein bisschen was verloren. Komm schon, ich brauche mal irgendeine Waffe. Oder wir gehen mal hier oben hin. Oh, nice. Okay, das haben sie cool eingebunden. Wenn es denn klappt. Man muss halt ein bisschen Glück haben. Okay, ja, so jetzt. Nee. Easy. Da ist die Botschaft. Wie gedenkst du reinzukommen? Die haben sich eingesperrt. Wir finden einen Weg. Oh no, wir müssen wieder da hoch. Wie kommen wir denn jetzt da hoch? Ich dachte erst kurz... Ups. Dass wir... Ah, Terrence, warte mal. Ja, genau so. Nice. Terrence macht den Weg für Bud Spencer frei. So muss es sein. Da kommen auch schon die nächsten. Das nächste Futter. Aus Versehen den Charakter gewechselt. Das war nicht meine Absicht. Oh, da ist es gelandet. Geil.
Okay. Die Musik könnte jetzt etwas treibender sein, wenn wir uns hier fetzen mit denen. So, erstmal ein bisschen Bohnen und... Oh, warte, was können wir hier machen? Okay, einfach nur die scheiß Blume kaputt. So, wo sind wir denn hier, ey? Sieht ja richtig schick aus. Mann, Bud Spencer kann immer nur einen Schlag mit diesen Gegenständen machen. Danach irgendwie zerbröselt alles, was er benutzt. Achso, das war Terrence. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre ein Gegner, weil er noch seine Waffe in der Hand hält. Aber gut, Terrence, nichts für ungut. Ich wollte dich nicht schlagen. Wer ist er? Ich glaube, der meint dich. Ja, aber im Grunde ist er kein schlechter Junge. Boah, jetzt ist aber Schluss. Was zum Teufel geht hier draußen vor? Ja, Mr. Fox, entschuldigen Sie. Der scheint ein großes Tier zu sein. Was meinst du damit? Bin ich etwa ein kleines Tier? Hör zu, wir müssen zurück nach Hause. Ah, ihr seid diejenigen, die die Bananenlieferung gestohlen haben. Ihr wisst nicht, mit wem ihr euch... Mr. Hammond erwartet euch auf seinem Anwesen. Dorthin geht es jetzt. Okay, zu Hammonds Anwesen. Level abgeschlossen. Es ist schade, dass die deutsche Synchro wie immer... Also in den letzten Spielen war das voll oft so, dass die deutsche Synchro in den Sätzen am Ende abgeschnitten wurde. Richtig nervig. Okay, dann sind wir auch schon beim Anwesen. Wir machen so eine richtige Rundreise, ne? Da geht's dann weiter, wo der Pool da ist. Dann die Inselecke und dann wird's nach unten durch die Stadt gehen. Und am Ende landen wir wahrscheinlich ganz links wieder bei einem Flughafen, wie es aussieht. Mr. Hammond wird euch nach dem Mittagessen empfangen. Mittagessen? Das Mittagessen ist nur für Clubmitglieder. Aber wir sind Clubmitglieder. Eine Fliege ist Pflicht. Jetzt habe ich eine. Aber meine Herren... Klappe halten. Wer seid ihr zwei? Das sind die Herren, die Sie eingeladen haben. Aha. Ihr seid das. Ich sagte doch nach dem Mittagessen. Genau, mit vollem Magen diskutiert es sich besser. Oh je. Nächstes Minigame. Wähle ein Gericht aus, führe seine Kombination aus und beanspruche es vor den anderen. Okay, also wir beanspruchen das Essen für uns. Na... Vollende die richtige Abfolge so schnell wie möglich, um das beanspruchte Gericht zu essen. Nachdem du ein Gericht beendet hast, kannst du ein anderes auswählen. Du verlierst Punkte für jeden Fehler. Okay. Beliebigen Knopf zum Starten. Wir haben auf jeden Fall... Oh shit, das wollte ich gar nicht. Aber egal. Easy. Ey! Warum ist das Essen weg? Okay. Oh, das will ich. Ja, ja. Oh, no. Her damit. Oh, der Hummer.
Es ist halt eine andere Kombination. Oh nein. Alter, bin ich zu blöd? So. Ich kotz gleich. Her damit. Es ist eine andere Kombination, die ich dann drücken muss. Okay, aber als Bud Spencer hat man hier schon, ne, wir sehen schon, wer hier das meiste ist. Komm, wenn ihr das nicht wollt, dann nehme ich das noch. Über 100 Punkte. 101 Punkt. Ja, easy. Terrence, du hättest auch nicht mal was essen können. Schlecht gelaufen, Jungs. Aber easy gewonnen. 101 ist aber nicht schlecht. Also, das ist so ein Bud Spencer-Ding. Wie viel wollt ihr? Mindestens das Doppelte. Überlegt. Vielleicht habt ihr nicht verstanden, wer hier das Sagen hat. Ich! Wenn ihr mir weiterhin in die Quere kommt, wird es für euch ein schlimmes Ende geben. Also, nehmt ihr an? Nein. Denkt ihr, ihr könntet einfach so wieder gehen? Ja, ja. War sehr lecker. Knöpft sie euch vor. Es war doch klar. Das war doch klar. Oh, die Schaukel. Oh, da muss aber einer drin landen. Komm, irgendeiner muss jetzt von da kommen. Terrence, hau den mal um. Sehr schön. Nein, ich will einen weghauen mit der Schaukel. Come on. Hoffentlich gibt es noch eine Schaukel. Ne, nimm einen. Warum wirft er denn in die andere Richtung? Da habe ich gar nicht hingezielt. Okay, wir haben wieder in die andere Richtung geworfen, aber diesmal haben wir einen getroffen. Oh ja. Oh, wir können weiter. Löwen. Oh, und Wrestling. Yeah. Befreie die Löwen und wirf das Steak in den Ring. Welches Steak? Welches Steak? Hier, das Steak. Moment, wir müssen vielleicht mit ihm das machen. So, da haben wir schon einen Löwen. Greif aber bitte nicht mich an. Was ist denn? Wo ist denn das Steak? Wovon reden die? Eigentlich wollte ich das haben. Ah, der Dicke hier, ey. Wow, die sind ja ein richtiger Abfuck. Auf die habe ich ja gar keinen Bock. Komm, komm, komm. Los. Jawohl, zweite Löwe ist frei. Bud muss sie halt wegkloppen. Ich kümmere mich um die Löwen. Oh, alles gut. Halt mir die doch weg. Du sollst sie nicht zu mir locken. Ah, jetzt kommt der erst mit dem Steak. Hier. Oh ja. Phase 2. Finde einen Weg, Hammett zu treffen.
habe ihn auf jeden Fall schon mal getroffen. Wie habe ich den denn getroffen, die Drecksau? Vielleicht müssen wir das mit... So, jetzt! Da habe ich ihn erwischt. Jetzt flüchtet er wieder. Hinterher. Oh je. Phase 3. Abhauen. Scheißstuhl. Okay, das ist nicht so schwer. Okay, der schafft uns ja nie. Wir können uns Zeit lassen. Kein Problem für uns. Oh! Komm schon! Wir können nichts machen. Oh ja! Danke fürs Freimachen. Oha. Wer ist denn das? Endlich haben wir euch gefunden. Was wollen die denn jetzt? Ich habe dir doch gesagt, dass der ein großes Tier ist. Hey Kumpel, wir sind nur zum Mittagessen hier. Haben Sie gesehen, Lieutenant Benninger? Sie behalten immer Ihre Tarnung. Da können Sie sich eine Scheibe davon abschneiden. Auf jeden Fall, Chef. Es ist kein Zufall, dass Sie zu unseren besten Männern gehören. Agent Smith, Agent Anderson. Ich habe schon viel über euch gehört. Aber genug der Worte. Wir bringen euch zurück nach Miami. Einsteigen. Haben Sie gehört, Agent Anderson? Genug der Worte. Einsteigen. Beweg dich. Okay, so kann man natürlich auch hier wegkommen. Und tschüss, damit haben wir das abgeschlossen. Das ist aber auch ganz geil. Die Entwickler haben sich auf jeden Fall ein bisschen was überlegt, um das mehr aufzulockern. Es gibt mehr Minispiele, es gibt so kleinere Quests, es gibt ein bisschen Rätsel. Es ist schon eine deutliche Weiterentwicklung zum ersten Teil zu spüren. Und das gefällt mir sehr gut. Das macht das Spiel wirklich klasse. Ah nee, wir sind da unten. Okay, ich dachte, es geht weiter oben rum, aber nee, wir sind jetzt da im Labor. Schauen wir mal. Grafisch ist es ungefähr gleich, oder? Ich bin Agent Parker. Hallo, Parker. Hallo. Es ist mir eine Ehre, euch zu treffen. Jeder in der Zentrale spricht über euch. Die Idee, euch als Schiffskapitän und Matrose auszugeben, war genial. Was hätten wir sonst tun sollen? K2 sagen, wer wir sind? Nein, natürlich nicht. Dank eurer Kleidung konnten wir euch aufspüren. So sieht's aus. Jeder scheint uns an die Wäsche gehen zu wollen. Leicht, kugelsicher und von CIA-Satelliten in jedem Winkel der Welt rückverfolgbar. Klar. Wer möchte nicht solche Kleidung besitzen? Entschuldigt, dass wir so lange gebraucht haben, um euch zu finden. Apropos, wenn ihr euren Bericht schreibt, könntet ihr bitte nicht erwähnen, dass wir so lange gebraucht haben? Oh. Ja, sicher. Kein Problem. Meine Herren, eine Glückwunschnachricht vom Chef ist gerade eingetroffen. Sehr gut. Haben Sie es geschafft, sie zu entschlüsseln, Lieutenant Benninger? Nun, wir haben nur ein paar Buchstaben geändert. Ausgezeichnet. Der Chief kann es nicht erwarten, euch kennenzulernen. Okay. Dann zeig mir mal den Chief. Captain, ach, die Agenten Anderson und Smith. Danke, Parker.
Unseren Mann in Havanna hat's erwischt. Schade. Jammer schade. Das war ein ausgezeichneter Mann. Wer hätte sich träumen lassen, dass sich hinter diesen verlausten, stinkenden Vagabunden zwei unserer besten Agenten verbergen? Ihr habt gerade den Plan von K2 vereitelt und arbeitet bereits am Bananenschmuggel. Nun, es war einfach nur Glück. Aha, und wir hoffen, dass es auch anhält. Jetzt können Sie endlich den Bart rasieren, Agent Anderson. Ja, wir haben uns noch viel zu erzählen, aber jetzt geht es erstmal ins neue Trainingscamp. Es ist mir eine Ehre, es euch zu zeigen. Ich habe das Training im Blut. Hoi. Erstmal ins Trainingscamp. Wir werden uns aber nicht den Bart rasieren. Okay. Dickerchen muss laufen. Okay, fordere deine Gegner im Hindernisparcours heraus und komme als erster ins Ziel. Wir werden es versuchen. Drücke abwechselnd. Was, die Sticks? Oder was soll das sein? Ne, laufen, springen. Also A und X werden das sein. Springen. Drücke wiederholt, um die Hindernisse zu überwinden, ist kein Problem. Und schießen können wir auch noch. Okay, wir merken uns einfach nur A und X zum Rennen und B springen und schießen. Kriegen wir hin. Okay. Achso, das muss ich auch. Klar, so kann man es auch machen. Ja, der zeigt uns an, was wir drücken sollen. Schneller! Boah, ich war abgelenkt, weil ich da unten drauf geguckt habe. Okay, schießen waren wir echt gut. Schneller, 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 schneller. Ballern. Scheiß Xbox-Controller. Da habe ich es nicht mit. Aber keinen einzigen Fehlversuch bis jetzt. Und er ist am schnellsten. Ja, 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 komm. Und da ist auch schon das Ziel. Easy win. So. Das Terrence. Was ist denn mit Terrence los? Beende das Training, Supercop. Mindestens 5 Sekunden auf der Uhr. Ich habe gar nicht auf eine Uhr geachtet, um ehrlich zu sein. War da eine Uhr? Gewonnen. Mein Name ist Dr. Brown, aber ihr könnt mich Doc nennen. Hey, Tag, Doc. Ach, was würde ich darum geben, an eurer Stelle zu sein? War die Ausbildung schlimm? Die Animationen sind auch geil. Ich kann es kaum erwarten, euch die neuen Gimmicks zu zeigen. Das ist die Schusswaffenabteilung, aber Agenten eures Kalibers brauchen keine solchen Waffen. Okay, ich dachte, ich muss laufen, nee. Terrence. Meine Herren, für unsere besten Agenten haben wir hier Medikamente der neuesten Generation. Pillen, um die Ausdauer zu erhöhen und solche, die im Handumdrehen gesund machen. Pillen für Unsichtbarkeit und Superkräfte, solche, um durch Wände sehen zu können und andere, um höher zu springen. Dann haben wir Pillen für das Haarwachstum. Hey, was willst du? Hast du gehört? Ja, ich hab's gehört. Ich brauch keine Pillen gegen Kopfschmerzen. Nach einer durchzechten Nacht hilft gegen das Schädelbrummen nur eins, ein paar Bierchen nachzukippen. Wie? Nö. Ich meine die Unsichtbarkeitspille. Hä? Wenn wir an die rankommen, könnten wir sofort von hier verschwinden. Tja, aber welche genau ist es? Mal schauen. Ah, da sind sie. Unsichtbar. Nimm. Dann haben wir Pillen gegen Blähungen und mein Favorit ist die CX32. Damit werdet ihr zum Meisterschneider.
Ah, wie ich sehe, habt ihr es eilig. Ihr habt bereits die Satellitenortungspillen eingenommen. Nein, Doc. Sie irren sich. Das ist die Unsichtbarpille. Ganz genau. Unsichtbar. Un steht für die Dauer, die die Pille in eurem Organismus verbleiben wird. Nämlich ungefähr 25 Jahre. Und sichtbar, weil unsere Satelliten euch damit an jedem Ort auf der Welt orten können. Und das Beste daran ist, dass wenn der Feind versucht, euch den Tracker zu entfernen, explodiert das Ding. So wird vermieden, gefoltert und verhört zu werden. Hast du gehört, Agent Anderson? An jedem Ort auf der Welt. Ist das nicht wunderbar? Ich zeig dir gleich, was wunderbar ist. Unsichtbarkeitstest Nummer 217 beginnt in 5, 4, 3, 2, 1. Ja, an der Unsichtbarkeit müssen wir noch etwas arbeiten. Keine Sorge, eure Tracker sind zu 90% funktionsfähig. Wenn ihr es vermeiden könntet, die Explosion von eben in eurem Bericht zu erwähnen... Was meinst du, Dicker, sollen wir? Ah, okay, wenn's sein muss. Danke, Doc. Wenn ihr hier fertig seid, würde ich die Agenten mitnehmen. Sicher, meine Herren. Es war mir eine Freude. Entschuldigung. Was war das? Ach, kein Grund zur Sorge. Bei Pillen gegen Blähungen kommt dies manchmal vor. Folgt mir. Natürlich, die Pillen gegen Blähungen. Bevor ihr wieder an die Arbeit geht, wie wäre es, wenn ihr unseren Rekruten einige Kampftechniken beibringen würdet? Es kommt ja nicht alle Tage vor, dass zwei Superagenten zu Besuch sind. Ach, so gut sind wir dann auch wieder nicht. Nicht so bescheiden, Agent Smith. Ich habe Ihre Akte gelesen. Zweiter Dan mit schwarzem Gürtel in Karate und Judo. Sowie ein ausgezeichneter Flamenco-Tänzer. Ihnen jedoch, Agent Anderson... Würde ein bisschen körperliche Aktivität nicht schaden, finden Sie nicht? Und rasieren habe ich doch gesagt, oder? Noch nicht. Dann sage ich es jetzt. Ja, Sir. Ich habe es auch gehört, also rede ich nachher nicht wieder raus. Na los, ab ins Fitnessstudio, Jungs. Schön das Messer in den Rücken. Ah, das muss er machen. Linker Trigger. Okay, das ist ja eigentlich ist das nur ein Trainingskampf. So, wir wollen aber auch mal hier mit Terrence. Nee, das geht damit nicht. Okay, super Geschwindigkeit. Oh, der ist geil. Das ist ja richtig cool. Können wir da auch was machen? Nee. Okay, kurz mal ein bisschen mampfen. Ey, wie viele sind das denn? Das ist auch geil. Dass man die Umgebung so benutzen kann, finde ich mega. So, Achtung. Wieder in die falsche Richtung geworfen. Unfassbar. Warte. Komm. Komm. Okay, wir haben auf jeden Fall getroffen, aber geil war das jetzt nicht.
So, Ruhe jetzt. Im Karton. Was ist denn hier passiert? Anderson, ist das Ihr Werk? Um Himmels Willen. Sie wissen doch, wie das ist. Eine Ohrfeige folgt der anderen. Wir haben uns ein bisschen reingesteigert. Sehr gut gemacht, Smith. Ihr Luschen, ab unter die Dusche. Es gibt Neuigkeiten. Es scheint, dass es eine Verbindung zwischen den illegalen Wetten und dem Handel mit dem gelben Gold gibt. Ha! Aber wir wissen noch nicht viel darüber. Eure gefälschten Identitäten wurden bereits erstellt. Ab jetzt seid ihr Polizeiagenten. Verstanden. Jawohl. Kapitänin Jones erwartet Sie in Chinatown mit weiteren Anweisungen. Agent Smith, Sie sind die Nummer 1 und haben das Kommando. Ja, genau. Ach, das war ja klar. Wenn ihr in eurem Bericht die Kampfübungen, die meine Kadetten chancenlos gegen euch verloren haben, vielleicht besser nicht erwähnen könntet. Natürlich. Das war jetzt zum Beispiel sehr story-driven. Hat mir auch gut gefallen. So, ab nach Chinatown. Und das müsste jetzt die Supercops sein, oder? Hast du gehört, ja, wie geil. Das ist hammergeil. Sobald wir das Gold in die Hände bekommen, gehen wir nach Florida feiern. Gelbes wir Gold. Wir sind auch schon in Florida. Ach ja, stimmt. Da sind doch die Bananen mit gemeint. Da ist er. Das muss ja sein, der... Kapitänin Jones, es ist uns eine Ehre, in Ihrem Dienst zu stehen. Ihr Ruhm und Ihre Schönheit sind in aller Munde. Da seid ihr ja endlich. Als wir erfuhren, dass wir mit Ihnen arbeiten würden, sind wir losgeeilt. Ist ja gut. Aber sagt eurer Abteilung, dass sie uns das nächste Mal früher benachrichtigen sollen, wenn sie Leute schicken. Wir sind hier mitten in einem Polizeieinsatz. Ja, Chefin. Zu Befehl, Chefin. Wir haben Informationen, dass sich Banden aus Chinatown und Little Italy zusammengetan haben, um einen großen Wettring zu organisieren. Wir ermitteln. Die Menschen in der Nachbarschaft sind jedoch nicht sehr kooperativ. Fragt ein bisschen herum, ob jemand etwas weiß. Machen wir, Kapitänin. Hey, hör endlich auf, den Streber zu spielen. Lass uns lieber mit den Ermittlungen beginnen. Ja, echt. Er ist da wieder am Rumsabbern, Terrence. Sprich jawohl. Mit denen. Du hast eine tiefere Stimme. Mir scheint, als hätten die nicht vor, mit uns zu sprechen. Ja. Genau darauf habe ich gewartet. Sehr, sehr schön. Hier in Chinatown. Ne, das Grünzeug essen wir nicht. Wir können auch schön zwei umzimmern. Ist auch gut. Oh, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Ah, das kostet auch Ausdauer. Das Rennen. Naja, gut, ist ja auch klar, ne? Macht sehr Sinn. Ja, das haben sie gemacht, damit wir das nicht spammen können. Aus Versehen gewechselt. Alles gut. Bud Spencer ist nun mal einfach mein Mann. Warte, warte, warte. Den. So, schön vermöbeln. Wollte gerade sagen, kannst du auch ruhig helfen, ne, Terrence? Thank you.
Restaurant ein bisschen frisch machen. Okay, jetzt kommen auch noch so Moped-Fahrer dazu. Ja, schön vom Moped runtergeholt. So muss das nämlich sein. So, den müssen wir verkloppen. So, warte, warte, warte. Der kriegt wieder hier so ein Ding in die Fresse. So, mal kurz. Genau, hier. Der ist gut. Als Bud Spencer können wir das nämlich nicht benutzen. Diese Laternen und sowas. Warte, warte. Oh. Nein, jetzt hat er ihn umgehauen. Schade. Ach, Showdown. Ja, schön mit im Schatten. Das ist auch cool. Wir sind aktuell übrigens Terence Hill. So, haben wir sie? Ganz offensichtlich. Da sind wir wieder. Back on the streets. Hey du, mein Kleiner. Was machst du hier? Ich warte darauf, dass mich jemand abholt. Und wie heißt du? Mark Dalusen. Ich bin ein Schüler des großen Meisters Chan und lerne die uralte Kampfkunst der Underdeban. Schau mal. Unter der Bahn, ja. Okay, okay, wir haben verstanden. Pass aber auf, dass du nicht unter der Straßenbahn landest. Danke, großer Mann. Unter der Bahn. Oh mein Gott, der war sehr flach. Der war hardcore flach. Und jetzt sind wir getrennt. Hey, das kann nicht sein. Ihr dürft mich von meinem Dickerchen nicht trennen. Aber egal, wir schaffen das. Auch mit Terence schaffen wir das. Während Bud Spencer da oben ja wirklich gar keine Probleme hat, ne? Wir müssen hier hoch. Junge, Junge. Aber wirklich hart wird es nicht. So, dass ich irgendwie Angst haben müsste. Wir schaffen ein Level nicht. So, warte, den will ich stylisch killen. Style-Punkte. Boah, wie lange geht das denn? Okay, auch eine coole Aktion von Terence Hill gerade. Das war richtig gut. Ja, jetzt fahren die weiter. Okay. Er frisst sich natürlich das Hähnchen weg. Boah, ich liebe diesen Move da an der Stange.
Achso, wir müssen mal wechseln. Hier ist noch der Boxhandschuh. Ja, niemand hält uns auf. Ey, 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 was macht ihr da? Jawohl. Zack. Und dieser Schlag ist zu geil. Okay, vom Balkon aus werfen die auch immer noch auf uns. Schnell weg von denen, die schmeißen die ganze Zeit Sachen auf uns. Hamas? Und nun? Der hat ein verdächtiges Gesicht. Aha, stimmt. Aber wie bringen wir ihn zum Reden? Lass mich das machen. Ja, ja, war ja klar. Du bist ja die Nummer 1. Allerdings, das wollen wir auch nicht vergessen. Ich sagte dir doch, dass der uns nichts verrät. Ach. Na, sieh uns doch an. Ich würde auch nicht mit zwei Bullen sprechen wollen. Können wir gehen? Ich würde ja gerne. Aber du vergisst was. Oh. Sieh doch. Ah, ich verstehe. Der verdammte Spanner-Satellit. Nein, sieh hin. Wir müssen einen Weg finden, an diese Kleider zu kommen. Kann man nicht einfach hier reingehen? Offensichtlich nicht. Ah, ich glaube, das ist mal wieder was für Terrence. In diesem Bereich wird es notwendig sein, den aktiven Charakter mehrmals zu wechseln. Ja, mussten wir doch eh schon. Aber was können wir denn mit Bud Spencer machen? Von hier unten aus. Eigentlich nichts. Da ist der einer. Hä? Muss ich hier irgendwas machen? Ah ja. Nee. Wir kriegen da immer wieder Neues. Ah, okay. Das war der richtige Gedanke. Nee. Einfach so? Das reicht tatsächlich schon. Dann halt so. Ich dachte, wir können den schon angreifen. Aber vielleicht müssen wir ihn auch gar nicht angreifen. Der scheint nämlich ganz in Ordnung zu sein. Ein Zivilist. Da ist auch die Kleidung schon. Und schon sehen wir ganz fresh. Fresh gedressed aus. Runter können wir dann durchs Haus.
So, jetzt. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass hier gewettet wird. Warum fragst du mich? Sehe ich etwa wie ein Glücksspiel aus? Und mit wem sollen wir dann darüber sprechen? Wenn ihr mich besiegt, verrate ich euch vielleicht was. Okay, Mini. Minigame. War ja auch irgendwie klar. Rate mal, wo deine Karte ist. Oh je, oh je, oh je. Okay, hoffentlich verdrücke ich mich nicht. Schaue auf die Karte, die du erhalten hast, okay? Behalte die Bewegung der gedeckten Karten im Auge aus. Wen finde ich heraus? Okay, das ist ein Spielchen für Terrence. Der macht das schon. Welche kriege ich? Den Helm. Natürlich kriegt er das Nilpferd. Hä, Alter? Der letzte war ja mies. Der letzte war richtig mies, aber ich hab recht. Okay. Der letzte war richtig ekelhaft. Boah, ich hoffe, ich hab's jetzt nicht verloren. Ich hoffe, ich habe sie nicht verloren. Lass sie doch mal liegen jetzt. Wie lange soll das gehen? Ich glaube, wir sind... Ja, boah, Glück gehabt. Sehr gut. So, eine Runde noch, oder? Okay, jetzt wird das schnell. Alter, Alter, nein, nein. Nein, ich habe sie verloren. Ich glaube, ich habe sie verloren. Ich bin mir nicht sicher, ob wir noch links sind. Scheiße. Ja, oh, okay. Junge, Junge, die letzte Runde war hart. Da habe ich sie echt einmal, ich dachte, ich hätte sie aus den Augen verloren. Sehr schön. Aber sowas von gewonnen. Ihr habt gewonnen. Geh zum Friseur und frag nach Oswald. Dann kannst du dir endlich den Bart rasieren. Der wird nicht rasiert. Los, ab nach Oswaldo. Da ist er schon. Bart oder Haare? Oswaldo. Was ist das, ein neuer Schnitt? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich kenne keinen Oswaldo. Hör mal zu, ich bin hart im Nehmen und wenn du denkst, dass ich dir was sage, täuschst du dich gewaltig. Also, Bart oder Haare? Bart. Den Bart. Sehr gut. Fass bloß den Bart nicht an. Ich glaube, es hackt. Öffne die Tür und dann den Flur entlang. Den ganzen Weg nach hinten und du findest den Bettraum. Danke, ich mag deine Diskretion. Geht doch. Warum nicht gleich so? Hätte man sich viel Ärger ersparen können. Echt jetzt? Die greifen uns an, obwohl wir hier... Die wissen doch gar nicht, dass wir nicht dazugehören. Ey, was prügelt die denn hier rum? Das ist ja... Hau ab jetzt hier! Wie viele da kommen? Aus ihren Löchern. So, her mit der Stange. Ich bin auf 180. So.
Hier wird aber ordentlich gekloppt in diesem Level, oder? Ich habe dreimal mein Special in den reingetreten. Oh, come on, das wollte ich haben. Die leere Pfanne kriege ich. Frechheit. So, endlich auch mal ein paar Bohnen. Nice. Boah, diese Dinger lassen uns immer wieder hinfliegen. Boah, das ist ja richtig ekelhaft. Da wollten die Entwickler mal wieder sowas richtig Bescheuertes einbauen. Was richtig nervt. So, wir machen weiter mit Terence Hill. Nee, wir machen erstmal weiter hier. Obwohl, nein, der Helm ist geil. Den nehmen wir. Mann, ich verwechsel Terence Hill immer mit einem Gegner. Tut mir fast ein bisschen leid. Ess mal so einen Apfel. Noch so einen. Boah, diese Chakos, die die da werfen. Alter. Vor Schreck die Pfanne fallen lassen. Oh, da kommen noch mehr. Wie Terence manchmal einfach dumm dasteht und nichts tut. Ein Gegner ist da schön festgeglitscht am Sofa. Beziehungsweise am Sessel. Alter, wie ich nicht treffe. So, endlich. So kann man auch da rein. Boah, die sind so nervig mit diesen Schakos. Alter. Oh, wow. Man kriegt die auch nicht, ne? Den... Ah, danke. Danke, Terence. Sehr gut. Endlich. D-
Die ganze Zeit steht er nur rum und guckt, aber den hat er endlich erledigt. Er hat Gnade. Da kommen schon die nächsten. Also, habt ihr verstanden? Ja, Chef. $30.000 auf Garcia und Sanchez im Spiel heute Nachmittag. Das ist ein schönes Sümmchen, Chef. Ist der Tipp zuverlässig? Natürlich. Die Jungs im Sportzentrum haben schon alles vorbereitet. Was fällt dir eigentlich ein, meine Entscheidungen zu hinterfragen? Hä? Entschuldige, Chef. Wettmafia auch noch am Start. Wie seid ihr hier reingekommen? Mein Kollege müsste mal aufs Klosett. Aha, genau so ist es. Ich habe anständig gefuttert und jetzt muss ich aufs Klosett. Und wenn ich nicht aufs Klosett kann, bin ich kein richtiger Mensch. Und mit Liebe ist dann auch nicht. Hör mal zu, du Meisenarsch. Ihr könnt hier nicht bleiben. Macht mal schnell einen Abflug, sonst breche ich dir die Schwingen. Du Meisenarsch. Hab ich gehört, Meisenarsch? Meisenarsch. Und die Schwingen wolltest du mir auch brechen? So war's gemeint. Ich war schon immer Muttis Heller. Tja, na dann brich mal. Oh je. Die Mucke gefällt mir jetzt schon deutlich besser. Ruf du nur alle deine Leute. Besiege alle von Dingsbums gerufenen Feinde. Kein Problem. Einen nach den anderen hauen wir weg. Der Chef da sitzt einfach auf seinem Kackstuhl, ne? Okay, wie viele Leute willst du rufen? Ist kein Problem für mich. Ich schlag die alle weg. Deswegen sind wir ja hier. Für Prügel. Okay, so langsam. Hä, warum kommen die denn? Warum ist denn... Gerade war ein bisschen Energie weg, aber jetzt ist die Energie schon wieder da. Der hört ja auch nicht auf zu rufen, oder? Da kommen doch die ganze Zeit. Okay, man kann den doch umhauen, den Drecksack. Ich dachte, der hört irgendwann auf, die zu rufen. Nee, wir müssen den umhauen, okay. Das ist er ja jetzt. Schon wieder habe ich Terence Hill mit irgendeinem Feind verwechselt. Okay. Phase 2. Alle Feinde, die von ihm gerufen werden? Da wird kein Feind mehr gerufen. Ich höre nicht auf. Das war's einfach. Wir haben ihn schon ausgeschaltet. Super easy. Okay. Jetzt wieder er. Nee, was? Haltet den Chef davon ab, mit dem Geld davonzulaufen. Ey, du Schwein! Den haben wir ja schon aufgehalten. Nee, da ist er. Weg aus dem Weg. Okay, wir werden aufgehalten. Hey,
Okay, wieder gehen sie auf uns los, aber kein Problem. Wir kegeln sie einfach weg. Halt. Einfach weggezwirbelt. So, der nimmt hier überhaupt kein Geld mit. Nein, lass mich in Ruhe. Ich muss den aufhalten. Alter. Der hat ein bisschen was abgezwackt, aber ich glaube... Ja. Und jetzt? Die Pfeife, was jetzt? Letzte Phase. Die beiden müssen wir jetzt fertig machen. So, wir knocken natürlich erstmal die aus. Alter, da unten! Nein, er ist abgehauen, ich hab's nicht gesehen! Ernsthaft, alle Phasen nochmal? Come on, ich hab den nicht gesehen! Dann schreib doch von Anfang an dahin, was ich machen soll. Anstatt auf einmal, ich hab das nicht mal mitbekommen, ich war mitten im Kampf. Hallo? Was soll das denn? Das ist ein ganz schlechter Witz. Okay, Phase 2 ist jetzt er. Nein! Verpisst euch! So, wir müssen den natürlich zuerst ausknocken. Die Chinatown Boy Group ist nicht das Problem. Okay, den Chef davon abhalten. Alter. Ja, aber wir müssen auch... So, wir haben ihn kurz aufgehalten. Ich glaube, die kommen immer wieder, ne? Oh mein Gott. Die sind ja richtig nervig. Ich komme auch gar nicht an ihn ran. Hä, der ist ja voll... Der wird auch die ganze Zeit... Ich kann... Warum ist es denn jetzt so schwer? Das war doch gerade nicht so schwer. So, jetzt kriegt er einen auf den Dates. So, müssen wir mal kurz wieder abwarten, bis der... Shit, so eine einfache Schelle reicht dann nicht. So, jetzt kommt da auch keiner mehr. Und diesmal geht er mir nicht durch die Lappen. So, den haben wir schon mal ausgenockt. Geht er dann wieder unter den Tisch? Ja. Okay, anderer Aufzug. Nein, verpiss dich. Haut ab, Alter. Geht mir vom Arsch. Ich behalte da den Typ im Auge auf jeden Fall. So, erstmal hauen wir den jetzt hier weg.
Wenn der nochmal aufsteht, ne? Aber er steht nicht nochmal auf. Kumpel. Das meinst du jetzt nicht ernst. Das hat so einmal geklappt, aber kein zweites Mal. Hey, wo geht ihr hin? Helft mir! Entschuldige, Chef. Hey, Freundchen, komm mal raus da. Keine Angst, ich verspreche dir, dass es nur ein bisschen wehtun wird. Nein, nein. Hier ist es gemütlich. Ihr könnt das Geld haben. Tjo, das scheint mir eine gute Idee zu sein. Ich nehme es als Aufwandsentschädigung. Hey, Moment mal. Was ist denn? Sag mir nicht, dass du etwas Skrupel hast. Natürlich nicht. Du denkst aber nicht, dass alles für dich ist. Ach, 50-50. Das passt. Es ist zwar nicht das Gold, das wir suchen, jedoch... Halt, Hände hoch. Ah, ihr seid es. Tolle Arbeit. Man hatte mir gesagt, dass ihr gut seid. Jawohl, danke, Chefin. Ich meinte Kapitänin. Ich sehe, ihr habt auch das Wettgeld zurückbekommen. Eigentlich wollten sie es sich einsacken. Halt die Schnauze. Habt ihr etwas herausgefunden? Na ja, nicht viel. Nur etwas über die Wettrunde im Sportzentrum. Garcia und Sanchez. Findet sie, befragt sie und findet heraus, was sie wissen. Jawohl, Frau Kapitänin. Er ist mal wieder komplett dem anderen Geschlecht verfallen. Meine Zeit 5 Minuten 10, das stimmt überhaupt nicht. Das hat viel länger gedauert. Oder haben wir da mehrere Sachen geschafft? Nee, eigentlich nicht. Okay, ab zum Sportzentrum. Jetzt wird's sportlich. Garcia und Sanchez, die Pelota. Ach, das! Weißt du, wie man jemanden beim Betrügen erwischt? Oh, müssen wir auch dieses Pelota spielen? Ihn verlieren lassen. Ich sagte doch, dass es mich nicht... ihr Geld. Aha, und wie? Siehst du die beiden? Sie sind die heutigen Gegner von Garcia und Sanchez. Verdammter Amateur! Hast du was gesagt? Wer? Ich? Nein. Wenn du diesen Ball nur einmal erwischen würdest. Hey, meinst du mich? Ich hab nichts gesagt, Jerome. Nur, dass sogar meine Großmutter besser spielt als du. Na dann, wenn du meinst, kannst du ja mit deiner Großmutter spielen. Aber... Ja, genau, geh weg, du mit deinen lächerlichen Goldlöckchen. Genug ist genug. Warte doch. Er hat ihn imitiert. Habe ich dir nicht erzählt, dass ich auch Bauchreden kann? Ja, wenn du wüsstest, was mein Bauch so alles von sich gibt, wenn ich Hunger habe. Jawohl, sexy. Ja, wir müssen es wirklich spielen. Ach du Scheiße. Okay. Erziele innerhalb des Zeitlimits die meisten Punkte, um das Spiel zu gewinnen. Werfe... Okay, zum Laden gedrückt halten. Werfen, loslassen. Also mit dem rechten Trigger werfen wir. Greifen, halte gedrückt, um den Ball vor dem zweiten Aufprall auf den Boden zu fangen. Zielen mit dem Stick. Flacher Schuss, Heber, oje. Boom. War das unser Punkt? Scheiße. Ja, das war unser Punkt. Boah, der schwer, ey. Nein, er hat ihn. Aber ich habe ihn auch, ihr Loser. Okay, shit, er hat ihn auch. Niemand hält mich auf. Yes. Boah, Alter. Okay. Der hat ihn nicht gehabt? Was ist denn das?
Mist! Komm! Terrence, kannst du vielleicht irgendwas in diesen Spielen beitragen? Okay, ausgeglichen. Mist. Oh, der war stark, der war stark. Mann, das bockt irgendwie richtig. Den kriegt er nicht. Yeah. Jawohl, jetzt ziehen wir sie aber richtig blank hier. Junge, sowas von keine Chance mehr. Hast du? Oh, Terrence Hill ist so unfassbar schlecht in diesem Spiel. Oh, der war auch irgendwie geil. Yay. Okay, wir haben gewonnen. Das kann gar nicht mehr schief gehen. 10 zu 5. Ende. Letzter Punkt. Und der geht an uns. Jawohl. Starkes Spiel. Starkes Spiel, Jungs. Das war echt gut. Schlecht gelaufen, Jungs. Ich hoffe nur, dass niemand auf euch gesetzt hat. Ich werde sie ein bisschen weichklopfen. Dann werden sie schon reden. Du gibst dir ja richtig Mühe, Agent. Die Sache scheint dir wirklich wichtig zu sein. Mir ist wichtig zu erfahren, wo mein Gold ist. Du meinst wohl unser Gold. Bringt die zwei Penner weg. Wegen euch zwei haben wir viel Geld verloren. Ich will die zwei Fratzen hier nicht mehr sehen. Ja, Chef. Ja, damit musst du jetzt aber klarkommen. Keine Angst, wir hauen nicht ab. Sind die da in den Schränken drin? Das sah gerade so aus. Nee, die gehen einfach nur auf. Niedergemäht. Mann, Terrence. Jetzt wird man hier schon im Sportzentrum blöd angemacht. Dass die immer so einen Backflip machen, ne? Ah, im gleichen Moment wie Terrence will ich das natürlich auch aufheben. So, Ruhe im Karton. Aber das Spiel, das Minispiel war gerade richtig geil. Das hat richtig gebockt. Oh ne, ich wollte nicht wechseln, sorry. Ab ins Körbchen. So, Terrence, warum nimmst du die nicht? Oh, er hat die schon gefressen, die Bohnen. Mann! Ah, er ruft wieder die ganzen Leute, deswegen muss man den weghauen. Da muss man auch drauf achten, dass solche Leute nicht da zu lange rumstehen. Er auch, er ist auch so einer. Sonst nimmt das hier nämlich Überhand bei denen. Oh, jetzt habe ich aus Versehen. Egal. Oh, da ist er weg. Entschuldige, Boss. Das
So, kurz noch Terrence eine knallen. So, jetzt geht's ab. Hier, oh. Oh, jawohl, was ist das, ein Mülleimer? Warum nehmen wir hier den Mülleimer? Das muss sich lohnen. Ja, okay, da waren aber coole Sachen drin. Also zumindest die Pfanne mit den Bohnen. Meine Bohnen diesmal, Kumpel. Sekunde, Sekunde. Erwischt. Ein kleines Hähnchen für zwischendurch vielleicht. Ja, so eine Billardkugel. Die zieht. Okay, die Pfanne ist mir. Er hat ja schon wieder die Dose da gegessen. Halt, komm. Ja. Okay. Ist da irgendwas drin in dem Automat oder ändert der nur die Farbe? Oh nein, nicht schon wieder so einer. Ach, das wollte ich nicht. Ich wollte die Pfanne haben und habe aus Versehen das Hähnchen gegessen. Gehen wir wieder hinein. Nein. Geht ihr. Weil keiner geht. Hä? Ah, okay. Alle rausschmeißen. Das gab's auch im ersten Teil. Mann, ey. Ich habe jetzt auch irgendwie Bock, die Bud Spencer Filme alle zu gucken. Zumindest ein paar, nicht alle. Nicht alle sind so geil, aber... Halt! Genug gefahren hier. Obwohl er den Helm auf hatte. So, komm, komm. Hier kurz aufheben. Schadet ja nicht. Ah, hier ist auch schon wieder der Typ. Nicht, dass der hier wieder unendlich Leute ruft. Spinnst du? Nee, warte. Ich brauche ein bisschen Energie. Terrence, du brauchst nicht mal Energie. Du frisst einfach den Hamburger... Aus Jux und Dollerei. Na, warte, komm. Oh, nee, da schon wieder. Haben wir ihn ausgeschaltet? Nee. Jetzt haben wir ihn ausgeschaltet. Aber da ist der andere auch noch. Mann, die geben auch gar nicht auf. Komm da raus. So. Ey, ich hab doch die Bohnen gegessen. Ich hab sogar noch die Dose in der Hand. Aber es hat nicht so viel Ausdauer gebracht. Jawohl, auf dem Footballfeld. Ich nicht zu mögen. Gut gemacht. Ihr habt alle meine Männer besiegt. Wer bist denn du? Ihr könnt mich General Custer nennen. Bist du immer so gut gelaunt? Nein. Manchmal werde ich auch wütend.
Mal sehen, wie ihr mit meinem Spezialteam zurechtkommt. Wieder Minigame? Nein. Ich dachte, jetzt kommt so ein Football-Minigame. Das hätte ich auch gefeiert jetzt. Nicht den Burger. Fang. Entschuldige, Boss. Entschuldige, Boss. Fang. Du hast dich Micha und Terrence hier, den. Oh, wer ist er denn? Er sieht ja crazy aus. Ja, aber den kriegen wir schon. Zu zweit kriegen wir den locker weg. Wie heißt du denn wirklich, General Custer? David Vidor. Hör mal, David Vidori. Sag uns doch, wer hinter diesen Wettspielen steckt. Das kann ich euch ganz genau sagen. Der Tippgeber nennt sich Black Tiger. Ich weiß, dass er oft in einer Spielhölle in der Kegelbahn anzutreffen ist. Guter Junge. Kannst jetzt wieder mit den Spielzeugsoldaten spielen. Na, wir haben die Info. Level abgeschlossen, das Sportzentrum. 11:08. Mir kommt das immer viel länger vor. Ist eigentlich ein gutes Zeichen. Das Bowling, oh ja. Why not? Ach, ihr seid es. Einer mit so einem Sauerkohl ist immer verdächtig, deshalb bin ich hinterhergekommen. Genau das sage ich auch immer. Kann ich Hilfestellung geben? Wenn sie nur mal so im Gelände rumkreisen würden, das würde helfen. Das macht sie direkt. Aber Bowling bietet sich natürlich auch an, dass wir da ein Minispiel machen. Noch scheint ja hier alles in Ordnung zu sein. Da wollen wir uns natürlich auch benehmen. Ui, das wird noch eine richtige... Wo gehen wir denn hin? Hier hin? Ach nee, da unten müssen wir bestimmt rein. Hier müssen wir bestimmt hin. Ja. Einfach über die Bahn latschen. Spielhölle ist sicher da unten. Woher weißt du das? Nun, das ist die einzige bewachte Tür. Lass uns fragen gehen. Hey, ich mache hier die Ansagen. Lass uns fragen gehen. Wir wollen mit Black Tiger spielen. Ihr seid nicht etwa Bullen. Ihr Bullen? Mit dem Bart? Oh, das wird hier wild. Sehe ich schon, ich rieche es. Derjenige, der sich immer ärgert, wenn er verliert. Ich würde gerne mal ein bisschen damit protzen, dass ich mit Black Tiger gespielt habe. Ich schätze, das kann man auch zu viert spielen. Oha, okay, was spielen wir denn jetzt hier? Das Team, das zuerst 10 Punkte erreicht, gewinnt. Gespielt wird zu zweit. Okay, Punkte gibt es, wenn mindestens 3 Karten deiner Farbe oder der deines Partners auf dem Tisch liegen. Spielen. Stimme dich mit deinem Partner darüber ab, welche Karten gespielt werden sollen. Schummeln. Wenn 2 Karten deiner Farbe erscheinen, betrüge, indem du eine Karte auf den Tisch durch eine deiner Farben ersetzt. Achte darauf, dass das Betrügen ohne Punkte zu machen, dein Team bestraft. Okay, die Karten spielen wir natürlich mit unseren Knöpfen und schummeln. Wollen wir denn schummeln? Ich weiß ja nicht. Okay. Ja, keine Ahnung. Das war schon mal ein Punkt für uns. Das war ja richtig dreckig. Scheiße. Scheiße. Okay. Blau. Sehr gut. Natürlich rot.
Oh nein, ich wollte nicht hauen. Okay. Glück gehabt. Ja, wieder oben. Und das ist ziemlich kacke. Hat das was gebracht? Ja, sehr gut. Wir spielen gelb. Danke. Hä? Okay, das habe ich nicht verstanden. Terrence, okay. Aber warum hat er jetzt... Blau auf jeden Fall. Und jetzt mal lila. Oh, Junge. Gelb. Scheiße. Hä, wieso hat er das denn jetzt bekommen? Okay. Ich raff's trotzdem nicht so ganz, was ich hier tue. Nur so ungefähr. Aber ich wollte eigentlich hauen, aber niemand hat die Runde gewonnen. Okay. Stark. Stark, Terrence. Karten spielen kann er. Auch wenn niemand die Regeln kapiert. So, wir haben gewonnen. So muss das. Auch wenn ich nicht genau weiß, was ich hier getan habe, so war es doch richtig. Ich unterstelle mal schlicht, du hast uns betrogen. Also sowas kann ich gar nicht. Ich behaupte das aber. Ah. Jetzt hör auf. Frag sie nach dem Gold. Ach so. Wir haben heute Abend einige sehr gut informierte Gäste. Ich biete euch einen Drink an. Black Tiger ist sie, ja? Ich hoffe, dass er dir schmeckt. Und vergiss nicht, die Kirsche zu essen. Oh nein, ess es nicht. Sehr guter Punkt. Ist der eine Laus über die Leber gelaufen? Ja, sie ist Black Tiger. War doch klar. Nein, halt die Klappe! Der muss ausgeschaltet werden, der immer die Leute ruft. Aber man erkennt sie wenigstens, ne? Obwohl das nur so ein Pixel-Look hat, weiß man genau, ey, der ist derjenige, der immer die Leute ruft, der muss weg. Wunderbar. Black Tiger, dann mal hinterher. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Ey. Müssen wir jetzt hier einfach überleben, oder was? Natürlich prügeln wir uns hier noch durch. Es war klar, dass dieser Ort nicht unberührt bleiben wird. Oh no, jetzt gehen sie wieder alle auf mich hier. Warte, wo ist er? Da ist er.
Nein, 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 du bleibst hier. Oh, den wollte ich noch eine ballern. Hier ist schon wieder einer. Hier, der. Ne, kommt schon, die sind nur zu zweit. So, wir brauchen mal kurz einen Snack. Wir haben ja doch einiges an Energie eingebüßt gerade. Von dem hier. Ich sehe nix. Boah, die sind auch nervig. Mit dem Chakos, die sind auch richtig nervig. Gott sei Dank. Einfach weiter, Terrence. So, erstmal mampfen in Ruhe. So muss das. So lange kann er nicht mehr aushalten. Sehr gut. Immer noch wie eine kanadische Axt im Wald, diese Anderson. Werfen Sie doch mal einen Blick ins Büro. Wo geht ihr hin? Wir verfolgen Black Tiger. Ja, wir machen euren Job. Aus dem Weg hier. Ihr behindert die Polizeiarbeit. Okay, Carol. Zeit, was zu essen. Code Filterköpfchen. Ich wiederhole. Code Filterköpfchen. Ein Hotdog mit viel Senf, die Herren? Ja, warum nicht? Nicht, weil wir im Dienst sind. Okay, ich kann ihm keine scheuern. Surprise! Wer hätte denn damit rechnen können? Dass aus den Türen welche rauskommen... Wow, Alter, jetzt sind aber auch... Jetzt sind es aber echt viele. Und irgendwie der Typ hier erinnert mich an die wilden 70er, an den einen. Oh, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt bei den wilden 70ern, aber wenn ihr die wilden 70er kennt, die Serie, dann wisst ihr, wen ich meine. Diesen Lockenkopf halt. Die sehen so ähnlich aus wie der. Krass. Ja, Rätselpart ist mal wieder, ne? Ey, cool, dass er das von alleine gemacht hat. Ja, Moment, wieso? Eigentlich ist es doch richtig. Nur... Ach so, nee, vielleicht... Warum greifst du denn da nicht dran? Eigentlich muss der doch da hoch, oder? Oder müssen wir... Moment, müssen wir vielleicht erst hier lang?
Der muss hier hoch. Dann hier hoch. Und dann dachte ich eigentlich, dass wir da hochspringen können. Aber irgendwie nicht. Es gibt ja nicht so viele Optionen, oder? Wo wir hin können. Ah, Moment, hier. Ich dachte, ich kann da nicht drüber schieben. Okay. Dann ist ja easy. Dann ist ja alles easy. Was machst du jetzt? Moment. Dann kommt Dickerchen hinterher. Oh, da müssen wir uns prügeln, tatsächlich. Ich dachte, wir lösen jetzt hier locker flockig ein Rätsel. Werde ich hier noch so unterbrochen davon? Was ist denn das? Was ist denn das schon wieder? Können wir vielleicht mal... Danke. Oh je, jetzt gehen sie alle wieder auf Bad los. Okay, Bruder. Jetzt ist soweit. Schon wieder. Warum hält er mich denn immer fest, Spinner? So, wir machen mal kurz den hier weg. Hallo? Ich muss echt auf Terence Hill wechseln? Crazy. So, das steht. So, Moment. Was müssen wir denn jetzt machen? Das hier bringt ja noch gar nichts. Ich glaube, das steht auch nicht richtig. Kommst du da hoch? Tatsächlich. Warte, warte. Jetzt. Bereich zum Wechseln des aktiven Charakters. In diesem Bereich wird es notwendig sein. Ja, okay. Geh erstmal die Treppe runter. So, jetzt er wieder. Mann, was ein komplizierter Weg. Okay, da geht's wieder hoch. Wir müssen natürlich hier lang. So, komm mal hinterher. Hier lang, hier lang. Nee, das geht nicht. Okay, das bringt wahrscheinlich auch nichts. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Da können wir natürlich her. Dann hier hoch. Was ist das hier eigentlich? Sieht scheiße aus. Da kommen wir nicht her.
Ah, hier ist eine Tür. Und dann kommen wir hin. Ey, was ist denn mit dir los? Hau ab. Ich glaube, ich muss sie einfach nur umhauen, kann das sein? Oder auch nicht. Moment, warum bleiben die denn so? Muss ich die auf das hier schmeißen? Aber das kann ich ja nicht mit Terence Hill machen. Da hoch komme ich nicht. Oh, das wollte ich auch gar nicht. Oh je, ich wollte euch doch nicht aufheben. Ich muss die hier hinten ausnocken. So. Die müssen liegen bleiben, glaube ich. So, aber wie komme ich... Hä? Moment. Hier irgendwas? Oh, Junge. Woher soll ich denn das wissen? So, dann erstmal so. Ja, so ist es nämlich. So nämlich. Okay, warte, jetzt müssen wir mit Bud Spencer wieder hier durchgehen. Jetzt können wir hierher. Hier durch. Aber wie... Wie bekommen wir denn jetzt Terence Hill wieder nach oben? Da ist ja jetzt nichts mehr, oder? Oh je, ich komme nicht mehr runter. Da unten ist ja nichts mehr. Obwohl, doch, warte. Wir machen den Fahrstuhl nochmal hoch. So, wenn wir uns jetzt hier draufstellen... Passiert nämlich gar nichts. Okay, das war doof. Das klappt nicht so, wie ich das gerne hätte. Wir können nur... Wir können nur ihn auch runterholen. Aber ist das denn der Sinn? Müssen wir hier durch? Oder musst du jetzt wieder hoch? Ist ja auch Quatsch. Ach, wir können den einfach bedienen. Ist das hohl? Okay. Ich dachte immer nur einer könnte damit. Ja, gut. Terence, komm mit. Also hier könnte er mir jetzt wenigstens hinterherlatschen. Aber hat er so gar keinen Bock drauf. So. Okidoki. Ja, bald haben wir's. Bald haben wir's. Boom! Der Pflasterstein hat gesessen. Und damn!
Entschuldige, Boss. Oh, die Granate, sorry. Jetzt fangen sie aber an, lustig zu werden, ne? Mit einem Mülleimer tickt's noch. Junge, tickt's noch. Oh ja, oh ja, oh ja, das ist geil. Ausgenockt. Auch ausgenockt. Okay, scheiße, wir müssen hier noch weiter. Oh je, jetzt hier so ein Türen-Ratespiel. Okay, wir gehen nach links, er geht nach rechts. Das war doof. Durch die Mitte. Er kommt hinterher. Dann war Mitte richtig. Nochmal Mitte. War es auch richtig? Links. Ah ja. Mitte. Goldene Mitte. Nee, warte, dann gehen wir wieder zurück. Dann ist es rechts. Und hier ist es Mitte. Nein, dann ist es rechts. Oben rechts. Hier. Auch nicht. Mitte. Mitte. Okay, links. Warte, warte, warte. Erstmal wieder zurück. Als könnte man das hier nicht ausschließen. Okay, aber da haben wir schon alles ausprobiert, oder nicht? Die rechte Tür geht nicht. Okay, hier sind wir auch noch nicht rechts gegangen. Hier weiß ich gerade nicht. Hä, welche Scheißtür ist denn jetzt hier richtig? Links? Dann kommen wir wieder nach unten. Nee. Es ist keine von den oberen Türen. Die haben wir alle durch. Wir machen jetzt trotzdem nochmal alle durch. Okay, da nicht. Okay, dann gehen wir ganz unten rechts. Ja, ganz unten rechts. Okay, das war ein bisschen... Das hätte man eigentlich auch sofort haben können. Gargoyles. Wow, okay. Das schaffen wir. Einfach laufen. Komm, Dickerchen. Wir werden von zwei Spionen verfolgt. Kümmere dich darum. Das Codewort lautet Pistazie. Der Hotdog-Verkäufer hat mich schon vorgewarnt. Ich kümmere mich um sie. Mach sie fertig und komm dann zu mir ins Theater. Die Ladung des gelben Golds ist da nicht mehr sicher. Wir müssen sie wegschaffen. Das wird so einfach sein, wie eine Tasse Kaffee zu trinken. Hm. Denkst du? Da kommen wir schon. Hey, du. Wir jagen eine schwarz gekleidete Frau. Hast du sie gesehen? Schwärzer als eine mondlose Nacht? Ja, genau. Und auch heißer und düsterer als die Hölle? In der Tat, ganz helle scheint sie nicht zu sein. Dann sucht ihr nach einer Tasse Kaffee. Verstehst du, was er meint? Nö. Gut, ich erkläre es euch besser. Eure Verfolgungsjagd endet hier. Was ist denn jetzt los? Schlage den Schornsteinfeger an. Ah, die Mucke! Ich lieb's. Okay, da kommt er nicht raus. Doch, da kam er raus.
Oh, dieser Typ ist auch grauenhaft. Oh, hier verliere ich aber einiges an Energie. Da müssen wir ein bisschen drauf achten. Oh ja, ein Hühnchen. Das ist gut. Okay, noch ein bisschen. Ja, er haut da direkt wieder ab, ey. Wie hat er mich denn getroffen? So. Hey, ich brauche Verstärkung. Code Senf. Ich wiederhole. Code Senf. Und den Kaffee nicht vergessen. Hat sie nicht Pistazie gesagt? Ach, er kommt dann an. Oh je. Ein Hotdog mit 4 Senf, die Herren? Wir hätten ihn direkt erledigen sollen. Was mache ich jetzt gegen den? Ich dachte erst vielleicht jemanden werfen, aber die gehen immer sofort drauf. Zerstöre den Hubschrauber, ja toll. Ach so, Moment. Moment, ich weiß es. Ich brauche noch einen Augenblick. Alter. Aber egal, wir haben ihn einmal getroffen. Ja, die Typen nerven halt. Oh je, ey. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So. Oha. Was ist denn mit ihm los? Wieder ganz rabiat hier. Ey, chill. Du Banause. Ey. Das bringt leider gar nichts. Aber das bringt was. So, einen noch. Nee, der ist zu nah bei Bud Spencer. So, tschüss. Okay. Wie hat es dir gefallen? Haben dich die Backpfeifen ein wenig aufgemuntert? Das war doch ein sehr leckerer Kaffee. Also dann, hast du sie gesehen? Wohin ist sie gegangen? Ins Theater. Das Treffen ist im Theater. Gut, der Schornsteinfeger singt endlich. Oh nö, jetzt auch noch Mary Poppins Sprüche. Lass uns endlich gehen. Hey, und was wird aus mir? Ja, gib ihm eine. Hat er verdient. Du wartest im Kamin auf den Weihnachtsmann. Level abgeschlossen. Halbe Stunde. Ja, das hat sich auch wirklich lang angefühlt. Oha, haben wir nur noch 3 Level? Könnte sein, oder? So, da ist sie. Da ist sie.
Sie haut ab. Zeige ich ihr. Gut gemacht. Wegen dir wurden wir wieder entdeckt. Hilf mir doch ein bisschen. So, das Theater. Ich glaube, sie wird auch noch wild als Gegnerin. Die hat bestimmt eine Peitsche oder so. Das würde irgendwie zu ihr passen. So Domina-Style. Oh nein, er hier. Boah, geil. Alter, das ist ja mega der coole Move. Boah, der Typ nervt, dass da immer wieder neue Leute kommen. Okay, warte ab. Halt. Dickerchen, du musst mir helfen. Boah, verfehlt. Okay, was ist hier? Die Bühne. Sie flieht auf die Bühne. Chor, beginnen wir mit der Probe. Ja, und nu? Oh nein, die Chorprobe, okay. Verlasse den Chor, bevor das Lied zu Ende ist, um die Herausforderung zu gewinnen. Singen, drücke im Rhythmus, ohne Fehler zu machen, um eine Sequenz zu vervollständigen. Okay, mit A. Bewegen, vervollständige eine Sequenz, um dich im Takt zu bewegen. Rot markierte Charaktere sind Hindernisse, die es zu umgehen gilt. Ja, okay. Klingt erstmal ganz gut. Ist es dieses... Oh, ja, es ist so gut. Oh, scheiße, das war dumm. Ich lieb's. Oh, sorry. Das ist so affengeil gemacht. Oh, das war falsch. Es ist aber auch einfach nur geil, ich lieb's. Oh, Fehler. Das Lied geht aber leider nicht mehr lange. Komm schon. Ich hab's nicht geschafft, doch. Mit dem allerletzten Ding. Es war wirklich zu Ende.
Aber ich wollte auch nur das Lied zu Ende hören. Das war ja fantastisch. Das war ja auch einfach nur fantastisch umgesetzt. Oh Junge, das war so gut. Also da, das hat mich ja begeistert. Also wer die Filme kennt, das ist so eine ikonische Szene eigentlich. Junge, 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 hier ist aber auch wieder das ganz wilde Volk. Das sind die schlimmsten, ehrlich. Die schlimmsten Gegner sind das. Wie viele von diesen Kackdinger die auch schmeißen können. Terrence, bitte. Oh, schlimm. Ah, nach oben. Kein Problem. So. Da flüchtet sie natürlich wieder. Ist ja klar. Nach unten. Oh. Ja, genau. So, ich esse erstmal. Der kriegt's Maul gestopft. So. Ja, es ist wieder Zeit zu wechseln. Weil nur er da wieder rumhüpfen kann. Ja, Kumpel. Und jetzt? Jetzt komm. Komm doch. Ja, ich bin doch hier. Was wollt ihr denn von mir? Was möchten Sie? Was möchten Sie? Mit dieser Scheiße? Ah, jetzt soll ich nach oben, okay. Bisschen verbuggt. Chor, nochmals von vorne. Schon wieder? Nee, der Chor ist uns gerade egal. Na, wir nehmen natürlich den Boxhandschuh mit. Weil das war ja sowas von klar, dass hier jetzt Gegner kommen. Nee, der muss auf jeden Fall weg. Der muss auf jeden Fall weg. Ruhe jetzt. So, Terrence, du nimmst die Schuhe. Oh, beide haben wir schon ausgenockt. Nice. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Nicht zu fassen. Komm, einen braucht er noch. Nee, noch einen.
Ja, wenn die so in der Ecke, in die Ecke gedrängt werden, dann kriegst du die locker weggeballert. Was, muss ich hier wirklich jedes Mal einzeln? So. Da ist ja mein Stock. Hä, jetzt sind wir wieder hier? Nee, ich glaube, es ist was anderes. Was wird jetzt das? Jetzt seid ihr dran. Halt! Ja, wer ist das denn? Sieh doch die Schminke in seinem Gesicht. Das ist ein Schauspieler. Eindringlinge, festnehmen. Nimmst du den geschminkten Idioten oder die anderen? Es sind doch genug für uns beide da. Okay, den Robo. Bringen Sie mich schnell zum Bahnhof. Zur Hitler. Okay, was? Ich kann das gar nicht lesen. Ich habe zu tun. Moment, was? Schüsse den blassen Feind zurück. Wie Schüsse? Was soll das sein? Schüsse den blassen Feind zurück. Um ihn durcheinander zu bringen. Wenn er auf der Kippe... Ach, verpiss dich doch mal, ich lese das gerade. Kannst du angreifen, okay. Hä, ich weiß trotzdem nicht genau... Was die gerade von mir wollen, Schüsse. Babynahrungskanone aktiviert. Jetzt können wir ihn verkloppen. Irgendwas ist gerade passiert. Sie haben gewonnen. Eine kleine Puppe. Okay, irgendwie haben wir es geschafft. Greife den blassen Feind an und vermeide seine Telekinese. Oh no. Bitte gestatten Sie mir diesen Tanz. Okay, das war gar nicht mal so übel. Wer ist das Opfer? Warum bin ich immer das Opfer? Guten Abend, Ingenieur. Meine Empfehlung an Ihre Gattin. Okay, zack. Boing. So. Was ist denn jetzt los? Alter, gib mir das Hühnchen. Guten Abend, Ingenieur. Meine Empfehlung an Ihre Gattin. So. Alter, nein. Warum will er mir eine watschen? Statusmeldung. Eine Faust und eine Ohrfeige eingefangen. So, diese Phase. Und er hat noch eine schöne Schelle gekriegt, der Penner. Okay, den kriegen wir schon besiegt. Nehmen Sie bitte Platz. Nee, oder? Bin ich wieder das Opfer? Nee, diesmal ist es Terrence, der da Probleme hat. So, hier immer feste drauf. Sie haben gewonnen. Eine kleine Puppe. Erledigt. Findest du nicht, dass irgendetwas an diesem Kerl seltsam war? Ja, es fühlte sich an, als würde ich auf einen verrückten Toaster einschlagen. Es ist vorbei. Gebt auf. Na endlich! Sie ist Black Tiger. Hm. Ach,
Schnappt sie! Der General will sie lebend. Okay. Der General. Black Tiger. Oh, zwei Level nur noch. Oh mein Gott, es ist gleich schon wieder vorbei. Wobei schon. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Es ist schon, sind schon die paar Stündchen sind schon, oder? Zwei? Zweieinhalb? Spaß, drei? Ich weiß es Täubchen. Nicht. Schließ die Zelle. Jawohl. Wir kriegen Black Tiger noch. Alles gut. Was kann schon schief gehen? Na toll. Erst mein Geld, dann diese scheußlichen Bohnen, der Schiffbruch und jetzt diese Zelle. Aber zumindest haben wir nie gestritten. Na, wart's ab, bis wir hier raus sind, dann bist du dran. Du bist viel zu nett. Du würdest mir nie was antun. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein netter Mensch böse wird. Hey, was hast du vor? Warte doch, lass uns zusammenarbeiten, dann kommen wir hier wieder raus. Warte. Das war doch schon gut. Moment. Da sind Scherben gefallen. Mist. Hä? Wir kriegen das zwar immer ab, aber... Müssen wir das irgendwie fangen? Ich verstehe nicht ganz. Irgendwas hat es doch hier mit auf sich. Ah, okay, Moment. Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen das da durchs Gitter kicken. Ah, haha. Ich dachte, wir müssen die Fesseln damit lösen. Okay, das ist nix. Oh, no way. Hä? Okay, hä? Wie soll ich... Ach, Moment. Ich weiß. Hör mal auf, nerv nicht rum. So. Warte. Warte, warte, warte. Boah, das ist aber nur kurz. Ach, come on! Hau ab. Hau ab, habe ich gesagt. So. Ja, aber wir müssen... Wir müssen das ja so machen. Jetzt ist zumindest das Tor auf. Warte, warte, warte. Wenn es einmal durchschwingt. Ja, komm. Hä? Wie soll ich denn da durchkommen? Das ist ja voll bescheuert. Banane, hätte ich fast gesagt. Hä, wie soll ich denn da durch? Oh, nee, ist das scheiße. Oh, das ist so scheiße. Ja, ist ja gut. Ist doch gut. Was ein Schmutz. Mann, ich frag mich, warum muss immer so eine Scheiße mit in so einem Spiel sein?
warum jetzt das? Ja, wie soll ich denn da durchkommen? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Boah, ist das beschissen. Boah, es ist so Hardcore-Scheiße. Nerv nicht rum. Oh, ich will das nicht machen. Ich will das einfach nicht machen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Warte. Alter, ich darf das auch nicht berühren. Ihr wollt mich doch komplett verarschen. Nein, nein, einfach nein. Nein, sowas brauche ich echt nicht in diesem Game. Also ohne Scheiß, das ist so ätzend. Es ist so ätzend. Na, warte. Ja, aber jetzt wackelt das so auch. Oh ja, so. Jetzt lasst mich mit der Scheiße in Ruhe. Es kommt bestimmt noch mehr Scheiße. Ja, na klar. Wo bin ich jetzt drauf gefahren? Oh. So, what's the problem here? Alter! Okay, ich darf das nicht berühren. Ja, ich hab's begriffen. Mein Gott, ist es nervig. Warum immer B? Was soll das heißen, B? Ich drücke B. Was soll mir das sagen, B? Was soll mir das sagen? Du Kackscheiße, was soll's mir sagen? Boah, ihr Pisser. Mach aus! Ich weiß immer noch nicht, was dieses B bedeuten soll. Nee, 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 wir warten. Wir warten hier. Oh mein Gott, was eine Scheiße. Ich hasse es. Von tiefstem Herzen hasse ich es. Warte. So ist es weg. Oh Gott. Nee, nee, geht nicht. Scheiße. Oh mein Gott! Was eine Affenkacke! Okay, was war das? Oh, endlich! Wie hast du dich denn befreit? Ich dachte, das warst du. Ich habe einfach das Licht angemacht. Mit dem Ding? Oh Gott, das war so schäbig. Hey! Die Waffen haben sich in Bananen verwandelt, Boss. Hab's gesehen, du Idiot. Schnapp sie. Ja, jetzt könnt ihr euch mit Bananen prügeln, ihr Pfeifen. Oh, diese Schleichpassage, das ist der Part. Beim letzten Mal war es, glaube ich, irgendein Motorradrennen, was nicht so geil war. Wo ich keinen Bock drauf hatte. Diesmal ist es dieser Schleichpart. Der ist zwar nett, weil er auch ein bisschen abwechslungsreich natürlich ist und wieder ein frisches Element auch reinbringt, aber ich mag's einfach nicht.
so. Ich mag's halt einfach nicht. So, warum sollen wir denn jetzt wieder zurückgehen? Was bringt's, wenn ich wieder hier durch diese Kacke laufen muss? Ihr wollt mir sagen, ich habe das jetzt nur gemacht, um nicht mehr gefesselt zu sein. Oh, nee. Und die sind auch richtig ätzend. Habe ich schon gesagt, dass das meine absoluten Hassgegner sind? Wir haben übrigens immer noch die Bananenschale in der Hand. Na, wenigstens ist die Musik wieder geil. Jetzt sind sie alle abgehauen hier. Nee, da kommen die Wachleute. Na, da scheppert's in den Ohren. Hier, Lord Helmchen, den holen wir uns auch. Ach so, der wieder. Wieder so einer, der seine Leute ruft. Jo! Hat er einen drüber bekommen. Ach, er mit seiner Kette. Okay, das sind halt richtige Brocken als Feinde, ne? Da muss auch ein Bud Spencer des Öfteren mal ordentlich hinlangen. Schön, schön, wie wir aneinander vorbeihauen. Große Kunst. Junge, jetzt bleib doch mal. So, ich esse erstmal einen Apfel. Terence, du sollst auch mal ein bisschen zu dir nehmen. Ja, du kannst mich ruhig festhalten. Das stört mich nicht. Wie gierig, ey. Der ist so gierig auf das Essen immer. Es ist soweit, meine Liebe. Nur noch ein paar Stunden und unser Plan wird Wirklichkeit. Die Gäste erwarten uns im Bankettsaal. Heute Abend werden wir auf unseren Triumph anstoßen. Sagen Sie mal, dieser ganze Aufwand nur für ein paar Wetten? Wetten? Das war leicht verdientes Geld. Ich werde euch meinen Masterplan nie verraten. Vorbereitungen sind abgeschlossen. Sie werden im Kontrollraum erwartet. Ich bin so böse. Ich bin so unglaublich böse, dass ich manchmal schon von mir selbst träume und mich dabei zu Tode erschrecke. Mhm. Wer sind eigentlich alle die Gefangenen da? Die möchten, dass ich ihnen verrate, dass ich die Mächtigen der Welt durch meine wunderbaren Klone ersetze. Die Gegensprechanlage ist bereit. Ihr Idioten. Hey, hast du gehört, was der Stramme vorhat? Der Stramme scheint mir eher ein Weichei zu sein. Hatte sowieso schon kapiert, um was es geht. Helft uns hier raus. Aber passt auf, dass ihr nicht die Stangen berührt. Oh, Terence. Egal, kein Problem. Die kloppen wir auch noch weg. Als hätten wir nicht schon genug Leute hier vernichtet. Meine Pfanne. Deine Skates, meine Pfanne. Hä? So einer? Oh Gott.
So ein bescheuerter Roboter. Okay, wenigstens kriegt man den schnell weg. Oh, ich hasse euch alle. Okay, ich brauche auf jeden Fall mal kurz das Hühnchen. Hä? Schon wieder irgend so ein Telepathie-Scheiß. Terrence, du musst ihm eine ballern. So, den haben wir gleich. Den haben wir gleich. Jawohl. Weg mit ihm. Wie können wir euch befreien? Ihr könnt meinen super Photonstrahl benutzen. Dein was? Ja, das ist der kurze. Auch aus dem Bud Spencer-Film. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt mit dem Außerirdischen. Endlich hat die Zentrale jemanden geschickt. Anderson und Smith, nehme ich an. Richtig angenommen. Ich bin Agent Tufano, Aurelio Tufano. Der Agent in Havanna? Wir dachten, die hätten dich gekriegt. Nein, bin noch quicklebendig. Der General hat den Satelliten deaktiviert, der alle Agenten lokalisiert. Aha, dann können sie uns also nicht mehr orten? Nein. Und uns nicht in die Luft jagen? Nein. Aha. Leute, ich weiß, dass es schlecht aussieht, aber wir müssen sie aufhalten. Der Verrückte in der Uniform schwafelt was von Klonen. Weißt du was darüber? Sein Name ist General Cobram. Er entführt einflussreiche Leute, um sie mit einer außerirdischen Technologie zu klonen. Außerirdische Technologie? Ich sagte doch, dass die komisch aussahen. Sie sind nicht einfach Klone. Im Vergleich zu den Originalen sind sie außergewöhnliche Wesen. So außergewöhnlich sind die doch gar nicht. Ich werde euch helfen. Wir kommen hier raus. Ihr bleibt hier, bis die Lage sicher ist. So, da hören sie auch drauf. Besser ist es. Wir machen nämlich jetzt den Job. Oh, hallo? Beschütze den Agent. Oh, nee, der ist doch bestimmt so ein Depp. Statusmeldung. Eine Faust und eine Ohrfeige eingefangen. Tufalo! Aber er kann sich ja auch selber wehren, ne? Das ist auch ganz gut so. Hier, jetzt wird er normal. Dann muss man ihm zwei verpassen. Tufalo, du kannst doch bestimmt. Ah, oh, ich hab das Ding voll vor die Birne bekommen. Okay, okay, okay. Sieht eigentlich alles ganz okay aus. Zu dritt prügeln wir auf ihn ein. Los. Jawohl. Aber wie lange müssen wir den beschützen? Sehr gut. Okay, sofort. Ja, der Agent ist halt auch ein kleines bisschen bescheuert.
Aber den haben wir auch erledigt. Sehr gut. Noch ein. Ja, jetzt haben wir alle. Oh, die Coke darf ich nicht mitnehmen. Also gut, wo finden wir jetzt den General? Die beiden sprachen über einen Empfang. Ja, in seinem Lieblingsrestaurant. Folgt mir. Okay. In seinem Lieblingsrestaurant. Oha. Ah, das muss die Eskorte von General Cobram sein. Mit all diesen Soldaten werden wir nicht mal in die Nähe des Empfangs kommen können. Tja, dann müssen wir sie wohl hier aufhalten. Hast du noch das super Foto-Dingsbums? Da fliegt nichts mehr. Danke, mein Kleiner. Danke, Sheriff. Jetzt kann ich mich von meinem Vater H724 abholen lassen. Stark. Na, ist eine lange Geschichte. Das wurde nicht aufgegriffen hier in dem Spiel, deswegen. Deswegen ist es eine lange Geschichte. Ich weiß auch ehrlich nicht mehr, wie der Film heißt, aber das ist auch mit so einem Kind, der auch eigentlich ein Außerirdischer ist und der Vater ist auch Außerirdischer. Ganz weirde Geschichte. Der Film ist auch nicht wirklich gut. Muss man auch mal dazu sagen. Der Film ist echt nicht so geil. Eher einer der schlechteren, finde ich. Ist aber mein persönlicher Geschmack natürlich. So, ich hau euch windelweich hier, ihr Flitzpiepen. So, die sind schon mal aufgehalten. Aber wir müssen ja immer noch hier Trufalgo oder Tufano müssen ja immer noch beschützen. Dem darf ja nichts passieren. Oh, 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 oh. Junge, was passiert denn mit dem hier? So, haben wir sie? Nein. Er ist noch da. Die Pfeife. Da ist noch irgendeiner. Man sieht ihn nicht, weil die da direkt stehen. So, ist er jetzt... Alter, wie lang geht das? Dieses Beschützen macht mich fertig. Wir rennen mal weg. Oh boy. Der ist gleich tot, Alter. Wo ist der? Oh nee. Bitte lass uns das nicht nochmal machen. Ich habe da keinen Bock drauf. Der nimmt halt auch... Alter, nein. Der stirbt gleich. Weil es jetzt wieder... Oh, jetzt wird's übertrieben schlecht. Boah, bitte geh nicht drauf. Alles nur nicht drauf gehen. Bitte lass es zu Ende sein. Nicht mehr beschützen. Wir bekommen Gesellschaft.
Bitte nicht beschützen. Bitte nicht. Oh nein, jetzt müssen wir nach dieses hier machen. Okay, beschleunigen, rückwärts, werfe Fässer auf Gegner, halte gedrückt, um aufzuladen. Okay, mit X werfen wir. Okay. Wo sind wir überhaupt? Da unten. Ach du Scheiße. Wer ist denn der Gegner? Ich sehe, ich erkenne hier... Junge, verpiss dich mal. Boah, die Steuerung. Aus der Hölle. Ah, tot. Okay. Verloren. Ja, wow. Das ist ja auch ein Kackspiel. Das ist das Schlechteste bis jetzt. Also das ist echt das Schlechteste. Schade, ey. Gegen Ende wieder so nervige Sachen drin. Das ist schade. Das ist schade. Das ist ehrlich das schlechteste Minispiel bis jetzt. Furchtbar. Furchtbar. Diese Steuerung ist einfach zum Kotzen. Wenigstens muss man nicht so haarscharf genau treffen. Aber nee. Oh, zum Glück ist es kurz. Zum Glück ist es kurz. Da muss ich nicht so upragen. Aber nee, das Ganze hat mir nicht gefallen. Diese 24 Minuten waren bis jetzt die schwächsten im Spiel. Aber storytechnisch war es natürlich wichtig. Trotzdem, das Verstecken war ätzend, das Schleichen, das Beschützen. Wir sind da, Jungs. Der Empfang findet da oben statt. Es kann nur besser werden. Ich wurde erwischt, als ich undercover in General Cobrams Diensten war. Ich dachte, dass du mit uns kommst. Nee, lass den weg. Es gibt Wichtigeres als den Weltuntergang. Hola, amigos. Aurelio! Was die ihm wohl während der Gefangenschaft angetan haben? Armes Schwein. Ja, na klar. Der pinke Cadillac, der hält nicht an. Oh, Junge. Mann, wenn die Musik nicht wäre, ne, das wäre ein so viel schlechteres Erlebnis. Aber die Mucke, sage ich ja gerne wieder, reißt es raus. Wo läufst du denn hin, Terrence? Oh, Junge. Wie sie einfach auch selber getroffen werden, wenigstens. Lass mich den Apfel essen. Nimm ihn jetzt. Terrence, du nervst. Riech da noch die Flasche ab. Zu Recht. Mann, was ist denn jetzt mit den Fässern hier los? Warum ist es so? Terrence! Alter, du kannst auch zu mir kommen. Just saying. Du musst nicht in den Fässern stehen bleiben. Du kannst hierher kommen. Du sollst die Schnauze halten, Alter. Der soll ja nicht immer seine Leute rufen, Herr Gott, ey. Okay,
Okay, whoa, oh, oh. Wir müssen uns... Wir müssen uns der Musik und dem Flow anpassen. Stirb doch jetzt endlich. Danke. Mein Gott. Oh, sorry. Ich hab dir den Apfel weggegessen. Naja. Wie oft hast du mir schon was weggegessen? Können wir die Mülltonne kaputt machen? Ah, leider. Doch, hier. Eine Paprika oder eine Tomate. Oh, nee. So, ich habe das jetzt zigmal gegen den eingesetzt. Nice, weg mit dem. So, und den direkt deaktivieren. Wer ist er? So, ich hol mir euch. Na, wenigstens, das ist das einzig Gute, dass die auch ihre eigenen Leute treffen. Nee, du bist still. Du, renn doch nicht weg, du Feigling. So. Um Gottes Willen. Wir brauchen unbedingt mal Heilung für unseren guten Terence Hill. So, Terence, da liegt ein fettes Hähnchen. Ich nehme das extra nicht. Alter, der ist auch so eine richtige Klette hier. Okay, er will's nicht und ich brauch's tatsächlich ein bisschen eher als er. Hier muss es sein. Du klopfst an. Schon klar, einfach ein. Weil ich die größeren Pfoten habe. Ja, genau so. Was liegt an? Tür hau ihm eine rein. An. Wir wollen mit General Cobram sprechen. Muss das sein? Wer seid ihr? Freunde. Der General hat keine Freunde. Mach das Brett auf. Hört mal, das Lokal ist geschlossen. Hier findet eine private Festlichkeit statt. Eine private Festlichkeit und wir sind nicht eingeladen? Ich bin beleidigt. Mhm, ich auch. Jetzt wird's ungemütlich. Was haben die vor? Und hier ist ja das Wunder aller Wunder. Ihr Finger, Sir? Nein. Bringt das Telefon. Sobald alle Satelliten ausgerichtet sind, wird dieses Telefon bimmeln. Sie sind echt böse. Und dann kann ich alle Klone aktivieren. Bravo, Chef. Sind die Klone neue... Dummkopf. Auf mein Zeichen hin werden die Mächtigen dieser Welt, die durch unsere Klone ersetzt wurden, einen globalen Putsch durchführen. Wie soll das gehen, Chef? Indem ich durch Gedankenkontrolle alle Regierungen der Welt dazu zwinge, sich mir zu unterwerfen. Genug. Das Zeitfenster, um sie zu aktivieren, beträgt nur 10 Sekunden. Danach wird der Planet mir gehören. Seid alle ruhig. Es ist soweit. Gleich klingelt es. Chef, das Telefon hat aufgehört zu klingeln. Verflucht, schon wieder die 2. Schnappt sie euch! Ja, wir sind hartnäckig. Oh, Ballons! Juhu! Damit man nichts mehr sieht. Okay, das ist wirklich ein bisschen wild. Ich hau einfach.
So, die Ballons werden weniger. So, der weg. Die weg. So, immer schön links, rechts, links, rechts. So, so gefällt mir das. Haben wir's? Jetzt seid ihr dran. Oha, was willst du denn jetzt? Oha, ein Dance. Woohoo. Finde einen alternativen Weg, Black Tiger zu besiegen. Okay, das geht nicht. Hör auf mit mir zu tanzen! Ich will nicht tanzen! Wenn wir ihr so einballern, geht auch nicht. Warte mal. Okay, ich weiß es nicht. Wie besiege ich die denn? Irgendwas mit den Ballons? Na, aber irgendwas kann man mit den Ballons machen. Ah, Moment, da wirft doch jemand Granatis. Los Granadas. Aber die werfen die, die explodieren ja sofort. Okay, man kann da nichts machen. Wie besiege ich die olle Punze? Okay, Granaten. Ja, da war jetzt eine Granate. Warum kann ich die... die ganzen Ballons nehmen? Hä, wie besiege ich die dumme Sau? Reicht doch jetzt! Fuck mich doch nicht ab, ey! Das muss ja mit den Granaten gehen, oder? Aber die kann ich gar nicht aufheben. So, habe ich die mal jetzt berührt? Nee. Kann Bud Spencer vielleicht mal irgendwas machen, dass ich sehe, wie es funktioniert? Irgendwas ist mit diesen scheiß Ballons, oder? Bin ich mir fast sicher. Aber ich kann die ja nur fliegen lassen. Da passiert ja nichts. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich check's nicht, ich check's nicht. Werfen geht auch nicht, habe ich gerade schon probiert. Da, das bewirkt nichts. Nee, das bewirkt einfach gar nichts. Die Granaten kann ich nicht aufnehmen. Und wenn sie selbst drin steht, juckt es sie auch nicht. Ausweichen. Ah, ausweichen! Aber war das richtig? Nee. Irgendwie auch nicht.
Hä, aber das klappt nicht. Ausweichen bringt auch nichts. Kontern, dachte ich eigentlich. Sie steht selbst in der Granate. Es macht ihr nichts. Ich weiß es nicht. Sorry. Sorry, ich habe keine Ahnung, wie ich sie besiegen soll. Finde einen alternativen Weg, um sie zu besiegen. Ich check's nicht. Ich check's nicht mit den Ballons. Und es nervt mich gerade tierisch, ehrlich. Es nervt mich todesmäßig, dass ich hier... So, was bringt's, wenn die scheiß Ballons da hochgehen und zerplatzen? Oder ist es einfach nur ein Gimmick und soll mich auf eine... Oder muss ich jetzt kontern? Ahaha, ja! Das ist es! Du dumme Sau! Okay, das war des Rätsels Lösung. Oh mein Gott! Da musst du aber auch erstmal drauf kommen. Klone. Von uns. Ich glaube, ich habe euch schon mal gesehen. Die erinnern mich an die beiden Cousins aus Brasilien. Wie hießen die noch? Sowas wie Coronia y Acevedo. Beste Text da unten zum Mitlesen. Okay, Terence, haut hier den beiden einen rein. Den Klonen. Okay, die zappelt immer noch unter der Decke. Es musste ja irgendwas mit den Ballons sein. Aber ey, da muss man erstmal wirklich drauf kommen. Okay. Alles klar. Okay, chill, 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 chilli. So, die Klone sind erledigt. Schnappt sie euch! So, die letzten. Natürlich kommt da die Buggy-Musik. Okay, chillo, Milo. Erstmal müssen die da dran glauben, natürlich. Junge, was ist das, ey? Alter. Junge, was sind das für... Wie viele sind das? Okay, so viele sind es gar nicht. Oh, da hat der Boss einen auf die Fresse bekommen. Hier, zack, kriegt er noch einen auf die Mütze. Besiege die Handlanger, das tue ich ja gerade. Ach ja. Da hat er wieder direkt die Pfanne abbekommen. So, Handlanger besiegt. Jetzt gehört dein Arsch uns. Sehr gut. Ja, jetzt. Ihr schon wieder? Wir suchen den General. Der General wurde freigestellt. Jetzt habe ich ihr das Sagen. Aha. Wir sind wegen der Belohnung hier. Das gelbe Gold. Weißt du, wo es ist? Nein. Du? Nein. Und du? Positiv. Ich danke euch, Menschen. Dann gehe ich. Ja, aber ohne das Gold. Das war nicht unsere Vereinbarung. Die Vereinbarung hat sich jetzt geändert. Guten Abend, der Herr. Das ist Ihr Gold. Bitte grüßen Sie. Boah, da haben sie aber hart verkackt mit dem Ton jetzt. Nie wieder zu sehen. Kleinlich. Wenn ihr das gelbe Gold behaltet, bekommt... Sehr gut. Nehmt die Dinger mit. Die Klone. Alle. Lebt wohl, ihr Menschen. Alter, bei dem haben sie den Ton aber komplett verschissen, ey. Ich hab dir doch immer gesagt, dass du mit mir eines Tages groß absagen würdest. Das hast du nie gesagt. Da sind doch eh Bananen drin. Jetzt, wo der Satellit außer Betrieb ist,
Lass uns schnell die Kisten öffnen, die Beute aufteilen und uns aus dem Staub machen. Safe sind da Bananen drin. Was soll das denn? Sie haben das Gold in Bananen verwandelt. Ist es nicht ein Wunder? Wunder? Es ist ein Wunder, wenn ich dich nicht hier gleich in den Bo... Beruhige dich, pass auf! Hey, beruhige dich! Lass uns reden! Halt die Kü... Ich muss mich irgendwie abreagieren, denn bevor ich platze, muss ich hier Dampf ablassen. Du hast recht. Lass es raus. Haltet durch, Jungs. Hier kommt die Kavallerie. Was? Ist ja schon alles vorbei. Leute, überprüft alles hier. Wir haben auf euch gewartet. Richtig, Agent Smith? Du bist doch Agent Smith. Ihr könnt mit dem Schauspiel aufhören. Wir wissen alles. Aber wie... Eine Postkarte aus Alaska. Sieht schlecht aus. Keine Sorge. Wir sind euch zu Dank verpflichtet. Dann bekommen wir also die Belohnung für die erfüllte Mission? Belohnungen sind nur für Agenten. Möchtet ihr bei uns mit? Nein. Lassen wir sie einfach gehen? Sie haben Informationen der nationalen Sicherheit. Und selbst wenn sie jemandem erzählen würden, dass Aliens mit Bananen bezahlt wurden, um Politiker zu... Sie haben recht, Chef. Nehmt General Cobram in Haft. Es wartet ein Kriegsgericht auf ihn. Bist du immer noch wütend wegen der Goldgeschichte? Nein, ich bin wütend, dass ich dich überhaupt getroffen habe. Hey, sei nicht so. Ich bin ja auch leer ausgegangen. Was soll man machen? Es lief halt, wie es lief. Es lief schief. Wir haben immer noch unsere Karriere als Schauspieler. Ja, genau. Für die wir nie bezahlt wurden. All diese Schlägereien haben mich hungrig. Lass uns was hinter die Kiemen schieben. Auf was hast du Bock? Bohnen. Na klar, Bohnen. Siehst du, wir sind doch ein tolles Team. Das waren wir auch auf der Leinwand. Der Dürre, der Dicke, eine Menge Backpfeifen und Bohnen. Was soll daran besonders sein? Vielleicht hast du recht, Partner. Lassen wir das mit der Filmkarriere lieber. Ja, ja. Oder doch nicht. Real Cinema, Slaps and Beans. Ja, das war aber ein cooles Finish. Und ein schönes Ende. Ein schönes Ende. Leider hat man das mit dem Ton jetzt natürlich komplett verkackt. Fast jeder Satz war am Ende abgerissen. Ist ein bisschen schade. Kann natürlich sein, dass das noch gepatcht wird. Ich sag ja, es ist jetzt Day One, ne? Am Tag des Erscheinens. Aber trotzdem guckt man sich doch, als Entwickler achtet man doch darauf, dass das Finale glatt läuft. Naja, ansonsten hatten wir aber echt wenig Bugs. So Kleinigkeiten sind mir aufgefallen, wie die Hand, die auf einmal nach unten gezeigt hat und dann ging es nicht und dann kurze Zeit später zeigt sie auf einmal nach oben und dann ging es. Aber ja, ich denke, wir können das auch wegdrücken. Da wird jetzt nicht mehr allzu viel kommen. Genau, der Story-Modus ist damit beendet. Mission Slaps and Beans 2 ist damit vollbracht. Es war mir eine Freude und um es nochmal hervorzuheben, auch wenn mir wieder am Ende einige Sachen nicht gefallen haben. Beim ersten Teil war es ja auch schon so, da gab es eine Mission, die ich richtig schlecht fand. Diesmal war es die vorletzte Mission, die ich richtig schlecht fand. Mit dem Schleichen und dem Beschützen und so, oh, das war so nervig. Aber das Spiel hat wieder eine ordentliche Länge. Genauso lang, wie es sein sollte. Auch, es kostet 20 Euro oder so hat es jetzt gekostet. Das ist ein bisschen viel Geld, aber ich finde, für 20 Euro kriegt man hier schon einiges geboten. Und ja, es ist einfach nochmal so ein Rückblick auf das Lebenswerk von Bud Spencer und Terence Hill. Da wird so viel aufgegriffen, auch aus ihren einzelnen Filmen. Also der kleine Junge zum Beispiel, der dieses Alien-Ding da hat, dieser Roboter, der sein Vater H7 irgendwas gesucht hat, das ist ja eigentlich nur ein Bud Spencer-Film. Das ist ja nicht mal Bud Spencer und Terence Hill, sondern nur Bud Spencer.
Und so gab es auch bei Terence Hill Anspielungen auf Filme, wo nur er dabei ist. Und natürlich auch ganz viel gemeinsames Zeug. Ich fand's großartig. Ich fand's nochmal eine Schippe drauf gegenüber dem ersten Teil. Es ist... Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen an die Stimmen, die anders sind. Das sind natürlich nicht Terence Hill und Bud Spencer. Aber nach einer Zeit gewöhnt man sich dran. Das Brummen kommt irgendwann schon sehr authentisch rüber. Auch wenn die Stimme an sich natürlich nicht passt. Aber doch, das ist ein guter Job gewesen, muss ich am Ende sagen. Dafür, dass der Ton immer abgewürgt wurde, dafür können ja die Synchronsprecher jetzt nichts. Deswegen würde ich sagen, am Anfang gewöhnungsbedürftig, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Und das hebt's dann auch nochmal vom Vorgänger eine ganze Ecke ab. Dass man eben nicht die Textboxen lesen muss, sondern dass man da wirklich Sprachausgabe hat, auf Deutsch Sprachausgabe hat. Der deutsche Markt ist Bud Spencer und Terence Hill Markt. Und das hat sich bis heute auch nicht geändert. Fantastisch, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, ja, die Entwickler haben alles richtig gemacht. Ich bin gespannt, was sie jetzt als nächstes machen. Denn ich glaube nicht, dass es ein Slaps and Beans 3 geben wird, oder? Ich kann es mir nicht vorstellen. Sie sollten jetzt was anderes machen. Sie haben zwei Bud Spencer und Terence Hill Spiele gemacht, die beide stark waren. Der zweite für mich persönlich noch stärker als der erste. Und man hat jetzt auch so viel durchgekaut. Man hat eigentlich alles gezeigt. Alle ikonischen Sachen. Die Minispiele waren toll, bis auf das mit dem Boot. Aber alle anderen Minispiele waren richtig gut. Das mit dem Singen wurde klasse umgesetzt. Im ersten Teil hatten wir das Buggy-Rennen, das Wetttrinken, also jetzt hatten wir das Wettessen, da war alles drin. Ich wüsste nicht, was da noch kommen sollte an Bud Spencer und Terence Hill Stuff, außer man überlegt sich vielleicht ein anderes Genre zu bedienen, vielleicht auch eine andere Grafik, aber das wird dann schwierig. Deswegen lassen wir uns mal überraschen, auf jeden Fall Hut ab für dieses Spiel, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich am Ende ein bisschen gemeckert habe, chillt, das ist immer so, ja, irgendwann kommt der Frust auf. Aber alles in allem sind wir nur einmal gestorben. Auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad, also ist schon okay. Und in diesem Sinne würde ich sagen, lang genug ist das Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hatte euch Spaß gemacht. Unterstützt die Entwickler gerne, wenn ihr Bock auf das Spiel habt oder den ersten Teil. Könnt ihr gerne auch als One-Take bei mir schauen. Gibt es ja beide Teile mittlerweile. Und in diesem Sinne, Rinja hauen. Bis zum nächsten Mal.